Ja, und damit hallo und guten Abend hier an diesem schönen Mittwoch, liebe Leute, hier auf Twitch. So, let's play Volume 7, Need for Speed Unbound. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich dachte, wir quatschen erstmal ein bisschen, weil heute war Gamescom-Tag bei mir und ein bisschen was passiert, ein bisschen gute News. Also wirklich, war ein guter Tag. Ich sag, es ist ein guter Tag für Rennspiele. Ich sage, wie es ist. Da gab es ein paar gute News und da möchte ich kurz vorher drüber quatschen, bevor wir gleich in Volume 7 reingeben, Platz 1 und Racer X noch fertig machen. Das sind ja die Ziele für heute und ich muss immer noch gucken, dass meine Webcam mit dieser Frequenz von diesem LED-Schild klarkommt. Da sind wir noch dran. Da sind wir noch dran. Dass wir das gefixt bekommen. Ja. Ich war heute Gamescom, meine lieben Damen und Herren. Ne? Einziger Tag, wo ich hingegangen bin, weil, wie gesagt, ich kann es ja immer noch sagen, die Gamescom ist als Messe für Besucher beschissen. Ich will euch da nichts sagen. Aber ihr kommt nicht zum Zocken, es ist schön anzusehen, Essen ist teuer. Das ist eigentlich echt keine gute Erfahrung. Außer man war noch nie da, dann einmal hingehen, lohnt sich einmal, um zu sehen, wie es aussieht. Ist ganz cool. Ich war heute aber ein bisschen für die Arbeit da, meine lieben Damen und Herren. Ich war ein bisschen arbeiten gewissermaßen. Nämlich hat der nette Stefan, der unter anderem dafür gesorgt hat, dass mein Kanal wieder nach dem Hack zurückgekommen ist, Grüße gehen raus, der sich unter anderem um Licensing von Autoherstellern so kümmert, mir heute zwei sehr nette Termine verschafft. Nämlich waren wir einerseits heute bei den Jungs von JDM, also Japanese Drift Master, am Stand und ich habe, glaube ich, eine Stunde mit dem Chef von denen gequatscht. Wie viel die Kiste-Tickets kosten, kann ich dir gar nicht sagen, nur ich habe gar keine Ahnung, müsstest du gucken. Ich habe halt Creator-Ticket, das kostet halt dann nichts. Ich kann dir echt nicht sagen, was die Preise aktuell sind. Sind doch immer teurer geworden. Auf jeden Fall, hatte ich eine Möglichkeit, mit dem Chef von JDM ein bisschen zu quatschen. Und erstmal muss ich sagen, holy shit, was ein nettes Team. Und vor allem die Prioritäten und Ziele und so echt gut gesteckt. Also man merkt, welche Absichten haben, welche Ziele sie haben und dass sie sich aber auch realistische Ziele setzen. Es ist ja aber vielen kleinen Studios gerne mal, dass man ein bisschen zu groß denkt und das ist da auf jeden Fall nicht der Fall gewesen. Super, super netter Mann. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Ich glaube, David heißt er, glaube ich. Chef von JDM Driftmaster. Und wir haben halt über super, super viele Themen gequatscht. Hab mir noch ein bisschen über das Gameplay gequatscht, wie Pläne sind für Release und so ganzen Kram. Und das war eine sehr, sehr geile Erfahrung. Und was wir heute auf der Gamescom auch gezeigt haben, ist im Spiel noch nicht drin und die offizielle Mitteilung kommt auch noch. Aber sie haben es auf der Gamescom gezeigt, deswegen kann ich auch erzählen. Nissan ist offiziell drin. Nissan ist offiziell auch eine der Marken, die im Spiel enthalten sein werden. Ich habe auch schon ein paar mehr Fahrzeuge gesehen, die reinkommen. Also außer die, die auf der Gamescom gezeigt worden sind. Weil ich sehr nett geredet habe mit ihm, dass er mir dann plötzlich interne Dokumente gezeigt hat. Gesagt, super cool. Auf jeden Fall, Nissan ist fest drin, nicht nur mit dem 350Z, R34, S14 und so ganzen Kram, da kommt ziemlich geiler Shit rein und lohnt sich auf jeden Fall, also das Japanese Driftmaster, das ist wirklich insane, also was die Jungs abreisen, wie gesagt, wie fucking sympathisch diese Menschen sind, ist wirklich Wahnsinn, also wie gesagt, ich werde eigentlich danach direkt einen Termin und ich habe mich, komm, quatschte kurz mit denen, wir haben uns so dermaßen verquatscht, Alter, wir waren sehr auf der Wellenlänge, ich konnte einmal mein Lenkrad spielen, ich konnte es mit dem Controller noch mal ein bisschen spielen, ich konnte die neuen Nissans ein bisschen ausprobieren und so Kram. Weiterhin mein Eindruck nach dem Prolog ist weiterhin ein geiles Spiel, wie gesagt, dass wir ihn abstürzen müssen, halt noch einen Griff kriegen. Obwohl haben sie, glaube ich, schon. Bei mir in den letzten Video hatte ich ja deutlich weniger Abstürze. Aber super geil. Also muss ich wirklich, wirklich sagen, das Gespräch hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe einen ganzen Goodiebag bekommen, ich habe T-Shirt, Hoodie, T-Shirt, Kappe, alles von denen. Aber da freue ich mich riesig drauf. Also Japanese Driftmaster ist richtig geil, vor allem jetzt mal die Leute dahinter kennengelernt zu haben. Hat mich sehr gefreut, weil wie gesagt, die haben auf jeden Fall das Herz auf den richtigen Fleck und wissen, was sie da tun, wissen, dass sie nicht übernehmen. Und die haben zum Beispiel ganz fest gesagt, so, ich habe ja mal gefragt, na, wann kommst du denn raus? Na, wann kann man damit rechnen? Und die sehen es auf jeden Fall da bei der Tokyo Game Show sind sie noch. Floffdorf, willkommen im 24. Monat. Dankeschön für 2 Jahre hier Support. Grüße zurück, moin moin. Grüß dich. Und Nico, willkommen im 4. Monat. NFS Sommer macht echt verdammt viel Spaß aktuell. Freue mich auf die neue Video. Danke euch beiden für die Resubs. Dankeschön. Und die haben halt erstmal, glaube ich, Release gequatscht. Und da hat er gemeint, wir wollen halt das Spiel so feature-complete haben, wie wir uns das vorstellen und nicht wie andere Entwickler. Dann habe ich so gesagt, Spiel rausbringen und dann im Lifecycle das Spiel fertig machen. Das ist nicht deren Absicht. Heißt, er meint, der Release passiert, wenn er passiert. Man möchte aber auf jeden Fall mit der Basis, die man da rausbringt, vollumfänglich zufrieden sein. Und holy shit, das ist eine verdammt gute Aussage. Endlich mal. Ein Entwickler, der sagt so, ach scheiß drauf, wir machen einfach wie ein Early Access. Nee, das wird's bei Japanese Drift Master halt nicht. Und ich habe auch eine leichte Info bekommen wegen den Konsolen-Boys. Ja, weil ja auch viele von euch fragen, ey, JDM, Bruder, wann kommt denn das für die Konsole?
Da hat er mir eine grobe Einschätzung gegeben. Nicht kein Release-Datum, weil für den PC kann er mir auch noch keins geben. Oder er hat schon eins, aber er darf es mir nicht nennen. da wurde halt ganz klar gesagt, man muss knapp, wenn das Spiel draußen ist für den PC, rechnet ein halbes Jahr Minimum extra. Weil er meint, man muss halt konsequent das Ding entwickeln, man möchte es auf derselben Basis rausbringen und so Kram. Dementsprechend rechnet mal, wenn eine PC-Version rauskommt, knapp ein halbes Jahr extra, dann habt ihr, wisst ihr, wann ungefähr die Konsolenversion kommt. Plus, minus. Ne? Aber grob meint er, ein halbes Jahr muss man locker rechnen. Die haben gerade mal knapp 160 Mitarbeiter, also auch ein kleines Team, was da an einem kompletten Spiel arbeitet. Und aber wie gesagt, alle durchweg sympathisch. Er hat auf der Gamescom wieder Spaß gemacht. Wie gesagt, der Bild war an sich ähnlich wie der Prolog, nur eben, dass die neuen Nissans drin waren, die man da mal ausprobieren konnte und ein, zwei Rennstrecken, die sie reingepackt haben, die es dann auch im finalen Spiel geben wird. In der Open World, ja, es gibt Rennstrecken, die in die Open World reingehen. Es sind, wie ich verstanden habe, von ihm lizenzierte Rennstrecken aus Japan, also mal gucken, was davon kommt, die in der Open World zu finden sind. Also ihr könnt zu diesen Rennstrecken hinfahren. Das wird ganz schön geiler Shit, muss man sagen. Chan, willkommen im 16. Monat. Danke für den Resub. Let's go. Volume 8 Patch Notes sind da. Ja, die Patch Notes von Volume 8 sind da. Kann ich euch sehr empfehlen, mal durchzulesen. Sehen gut aus. Ich habe es nicht schon vorher gehabt, deswegen weiß ich, was drin ist. Aber lest euch die gerne mal durch auf der Need for Speed Seite. Und morgen geht's ja dann direkt ins Video rein. Das muss ich sagen. You was it? Willkommen im 27. Monat. Danke für deinen Resub. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, dann war ich noch bei jemandem. Ich habe nämlich dann noch spontan Termin bekommen, weil eigentlich Mittwoch ist da jeder ausgebucht und dies und das. Ich war nämlich bei den Jungs und Mädels von Skeleton Racing. Ich war bei Narcon und durfte mir TDU Solar Crown nochmal anschauen. Einerseits, erstmal bin ich jetzt offiziell Content Creator nächste Woche reingezogen. Heißt, ich kann euch dann auch ein bisschen frühzeitiger mal Sachen zeigen. Ich habe es ja die ganze Zeit versucht, irgendwie in Kontakt mit denen zu treten. Es ging partout nicht. Heute habe ich auf der Gamescom endlich den Social Media Manager getroffen, einer von denen. Super netter Typ, wirklich super sympathisch, mit dem gequatscht. Und ich habe auf der Gamescom, Behind Closed Doors, öffentlich ist leider nicht verfügbar, haben sie die Release-Version. Da war die Release-Version mit dem Day-One-Patch, war dort Behind the Scenes spielbar. Und wir haben ja jetzt die letzten Tage vor ein paar Tagen über das Gameplay gequatscht, dieses Gameplay-Video. Und was soll ich sagen? Das sieht halt sogar noch besser aus dem Gameplay-Video. Ich bin da jetzt mal ehrlich, ich bin fucking positiv überrascht gewesen. Also wirklich, holy shit, war ich sehr positiv überrascht, was ich da gesehen habe. Weil grafisch sieht es wirklich gut aus, wirklich. Im PC, in den YouTube-Videos ist die Komprimierung halt ein bisschen beschissen. Und ich habe ihm auch direkt gesagt so, ich werde jetzt gleich versuchen zu driften. Und er so, mach, probier. Probier, versuch zu driften und gib mir mal bitte Feedback. Ihr wollt einfach wirklich von mir hören, wie der jetzt mein Eindruck ist, nachdem ich die PS5-Beta gespielt habe und jetzt den Spielstand. Und ey, das wirklich, du glaubst es nicht, dazwischen sind Welten. Ich habe den Mustang, einen ganz normalen Stock-Mustang im Spiel, um die Kurven gedriftet, als wäre ich fucking der Drift-King persönlich. Du hattest, also es war wirklich nicht mal irgendein Vergleich mit dem Handling in der Beta. Also es ist wirklich insane. Ich habe gedacht, als ich das Gameplay da gezeigt habe, diesen Trailer, na, so geil kann das nicht sein. Ja, aber es fährt sich sogar schon besser, als es in dem Gameplay noch aussieht. Es driftet sich wirklich krass gut. Das Handling ist wirklich eine 10 von 10 hier. Ich kann, also klar, hier und da immer noch so Kleinigkeiten, aber der erste Eindruck war insane gut. Grafisch sieht es am PC, gut, es war PC auf 4K und allem drum und dran. Sah es halt wirklich krank gut aus. Also muss ich sagen, erstaunt. Ich habe nicht damit gerechnet, wie gesagt, ich dachte, geh da rein, ey, guckst du es dir mal an? Und habe ich gefragt, welchen Bild haben wir denn hier? Also, ja, das ist der finale Bild, der Anfang September für alle kommt. Also, der finale Bild, den ihr Anfang September spielen wollt, weil Leute gefragt haben, ah, schaffen sie das denn in der Gold Edition am 3., 5. September oder sowas auch immer, das Ding rauszubringen? Ja, anscheinend schon, weil auf der Gamescom ist dieser Bild fertig. Auf der Gamescom ist schon die Version, die erst Anfang September für uns rauskommt. Da ist nichts mehr dran zu tun, die Version ist schon fertig. Heißt, da gibt es dann auch keine Probleme mit. Und er hat natürlich gesagt, klar, hier und da sind auch Optimierungssachen. Die werden dann halt natürlich im Rahmen der nächsten Updates rauskommen und allem drum und dran. Jetzt, glaube ich, nächste Woche oder sowas, haben sie gesagt, werden sie die Roadmap vom Spiel veröffentlichen, wo halt sehen, was für Content kommt und so Kram. Kann ich euch sagen, werdet ihr auch sehr begeistert von sein, wie sie mit Content, vor allem im ersten Jahr, mit umgehen. Er hat mir ein bisschen was gesagt, ich darf dazu leider nichts sagen, aber wie TDU mit dem ersten Jahr Content umgeht, ist insane gut. Muss ich wirklich sagen, ich freue mich jetzt tatsächlich ein bisschen drauf. Das Always Online und so fuckt mich immer noch ab. Und die Sachen, die ich immer noch sonst kritisiere, kritisiere ich auch weiterhin, weil das haben sie natürlich weiter nicht geändert. Und ich weiß auch nicht, wie die Main Progression am Ende dann aussieht, aber spielerisch ist es jetzt noch besser, als ich es vorher schon fand. Und grafisch sowieso. Also dementsprechend, Chapeau, hätte ich nicht gedacht. Es ist, überraschend gewesen und ich freue mich riesig, dass es so geklappt hat. Und Thema Autosounds, wie ist das? Autosounds sind auch besser geworden. Wir hatten ja in der Beta und der Demo, Autoklänge sind ja gut in TDU. Einzig, was schlecht war halt diese Pops and Bangs, dieses Crackle.
Hab's Headset aufgesetzt, auch besser geworden. Haben sie komplett gefixt, ist gar kein Problem mehr. Also viele der Probleme, die gestört haben, rein an dem Game selber, sind super viel optimiert worden. Also da muss man wirklich sagen, die Optimierung im Vergleich zu dieser Demo oder dieser Beta, jetzt zu der finalen Version, ist, da ist wirklich viel passiert. Und es ist immer noch kein Triple-Triple-Triple-A-Game, auf gar keinen Fall. Also da ist immer noch ein bisschen Luft nach oben. Aber den Eindruck, den ich heute hatte, ist so, ey, damit kann ich durchaus Spaß haben. Bin ich ehrlich, damit kann man durchaus Spaß haben, damit wird man auch durchaus Spaß haben. Das ist wirklich, ja, ich habe ihm das auch nochmal gesagt, hier mit dem Gameplay, dass sie das released haben, war gut. Er meinte so, ja, war unbedingt nötig, wir haben das selber gesehen, dass wir da Mist gebaut haben. Also, die haben da Gott sei Dank schon die Einsicht, dass sie gemerkt haben, yo, unsere Kommunikation war jetzt vielleicht nicht das Gelbe vom Ei. Aber ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Ich kann es, wie gesagt, ein paar Tage hoffentlich vor Release schon spielen. Ich weiß nicht, ob ich vor Release dann schon was zeigen darf. Aber wie gesagt, wer noch nicht pre-ordern will, kann auch gerne natürlich darauf warten, wenn ich das finale Spiel dann hier auf dem Kanal zeigen kann, um da vielleicht nochmal meinen Eindruck zu bekommen. Weil, wie gesagt, über die Progression kann ich euch hier immer noch nicht viel sagen. Aber, wie gesagt, der Fortschritt im Vergleich zu der Version, die wir jetzt zuletzt gespielt haben, ist insane und ich hätte nicht damit gerechnet. Und wie gesagt, sind super nett, muss man auch fairerweise sagen. Die sind super nett. Und den Chef von Kirchen Racing, der lief gestern bei Overtake bei der Party mit rum. Den habe ich jetzt nicht angequatscht, aber der lief da rum. Das hat sich ein bisschen weird angefühlt irgendwie. Aber naja, gut. So viel dazu. Ja, ich habe mitbekommen, vor 2005 hatten halt einen Sieb-Modus bekommen. Den hätte man auf der Gamescom auch anspielen können, aber ich war halt schon kurz vor 4 raus, weil ich war ab 10 Uhr da, hat mir auch gereicht, weil ich hatte meine Termine gehabt. Und der war aber erst ab 16 Uhr spielbar, weil das Embargo erst angefallen ist. Ja, also freue ich mich drauf. Ja, wird mal ganz nice. Aber ich hatte auch schon mit Matthias, also mit Ray von Pixel Handy geschrieben. Wir haben mal beide die Vermutung, dass dieses Langzeitthema da überhaupt nicht existiert. Also du spielst es ein paar Mal und dann ist auch gut. Vor allem mit 6 Spielern. Also ich glaube, der wird ganz cool. Aber ich glaube, dass es jetzt nichts ist, was das Spiel lange damit länger am Leben hält. Also es ist halt nice to have, aber boah, ist jetzt, wie gesagt, ich habe mit mehr gerechnet, vor allem, weil sie so viel Cremerei drum gemacht haben. Dann die Kooperation mit Jordan und diesem Camaro. Ja, ich habe auch mit mehr gerechnet. Ja, ich bin jetzt nicht super begeistert. Wir werden es anschauen, wenn es rauskommt Anfang September, gucken wir uns das natürlich auf jeden Fall an. Aber es ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, ui, geil. Also ist jetzt nichts game-changing für mich. Ja, die Performance war viel besser. Gut, man muss sagen, es lief da auf einer RTX 4080, ne? Aber da lief super, super, super flüssig. Also wir hatten stabile 60 FPS, die waren noch gelockt. Da lief sie das wirklich gut. Wie gesagt, grafisch sah es echt gut aus. Also wie gesagt, TDU ist auf jeden Fall, man kann sich's holen, wenn man mit den ganzen Abzügen so ein bisschen klarkommt. Also das finale Spiel ist auf jeden Fall nicht mehr so broken Haufen wie eben die Demo und die Beta. Und das habe ich dem auch vor Ort gesagt, so die Demo und die Beta haben halt bei mir einen schlechten Eindruck bei vielen hinterlassen. Und habe auch gemeint, dieses Gameplay-Video war nötig und hat auch viel gerettet. Ich habe mir auch gesagt, so, das hat meinen kompletten Eindruck vom Spiel geändert. Und er hat gemeint, jo, die Version haben wir jetzt hier, die kannst du jetzt hier spielen. Ich so, wenn das irgendwie geht, sehr gerne, damit ich mal mich überzeugen kann, dass da auch was dran ist. Weil natürlich bei so einem Video kann man noch ein bisschen was faken, wenn ich muss, aber ja, gut. Ah, ist Always Online, wurde nicht geredet. Das ist halt erstmal da. Das Always Online ist erstmal da. Sie haben ja gesagt, dass im Laufe des Lifecycles, wenn irgendwann TDU Solar Crown nicht mehr weiter supportet, wird man natürlich über eine Lösung überlegt. Also, TDU Solar Crown wird nie nicht spielbar sein. Das haben sie schon gesagt. Es wird, wenn irgendwann der Lebenszyklus zu Ende ist, wie bei unserer Crew, dann haben sie schon gesagt, werden sie eine Möglichkeit einbauen. Es ist aktuell nichts bedacht oder eine Möglichkeit gedacht. Sie wissen aber, dass Leute es wollen. Also ich vermute, wenn es Glück haben, über den Lifecycle hinweg wird es irgendwann kommen. Ich vermute nicht im ersten und nicht im zweiten Jahr, aber es wird irgendwann kommen. Sie werden es irgendwann, ja, überarbeiten. Da kannst du recht sicher sein. Aber wie gesagt, wann ist halt noch komplett ungewiss. Auf einer Demo auf einer 4080 super geklärt. Okay, wenn es auf der 4080 nicht gut lief, dann, wie gesagt, 4080 lief es butterweich. Also wirklich gar kein Ruckler, gar nichts. Es lief wirklich super gut. Die neuen Patch-Notes, sind dieselben wie auf geleakten wie auf Steam? Ne, die neuen Patch-Notes von Need for Speed sind ein bisschen umfangreicher. Ich kann die leider jetzt hier gar nicht zeigen, weil die Konsole angeschlossen ist, heißt, ich kann nicht auf den Monitor zugreifen, aber lest euch die Patch-Notes gerne mal durch. Wir gehen da gerne morgen im Video direkt drauf ein, weil wenn wir morgen dann zocken, mit Volume 8, kann ich so wie sagen, ne, ich nehme natürlich morgens direkt Video auf und morgen Abend spielen wir natürlich wieder auf das YouTube-Modus auch ein bisschen im Multiplayer dann. Grüße, Mann, die rennen Bauchschmerzen, dass man immer schwitzen muss wegen einem Spiel. Was meinst du, Yellow Supra? Ja, Casino ist bei TDU SolarCorn nicht zu release drin. Kommt aber auf Dauer, ja.
Wie war das Overtake-Event mit Dustin? Er hat nebenbei gesagt, er soll mich grüßen von dir aus. Danke dafür nochmal. War cool. Also erstmal den Dustin, also Dustin ihn gestern erstmal kennengelernt. Sehr, sehr nettes Gespräch gehabt. War ein super schönes Event. Auch ein paar andere Leute wieder getroffen, die man so aus der Branche kennt. Uns erstmal auch mit dem James, dem Community Manager von EA Racing, also Codemasters Racing und Need for Speed gequatscht. Den habe ich auch das erste Mal echt getroffen. Auch ein super netter Mensch. Super offen vor allem. War an sich ein super schönes Event. War cool, hat Spaß gemacht. Dass es nur PvP gibt, keine entspannten PvE-Rennen gibt. Naja, bei Telios.com, wie gesagt, hast du ja nicht immer, dass Leute joinen. Das ist ja die Sache. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Dadurch kann natürlich sein, dass ein Rennsieg schwieriger ist und so. Ich bin gespannt, wie wir es mit dem Balancing machen. Ich habe es ja in der Demo oder Beta nie der Fall gehabt, dass großartig Leute beigejoint haben, vielleicht einmal. Das wird natürlich, denke ich, in der finalen Version häufiger passieren, weil die Server dann mit stabiler laufen. Aber mal abwarten. Na gut. So viel zu meiner kleinen Gamescom-Erfahrung. War ein guter Tag. Also ich bin erst hingegangen mit nicht viel Erwartung, aber war am Ende ganz gut. Da, stimmt, ich habe noch von der Playon meine, ich nenne es mal Community-Managerin kennengelernt, wegen Monster Jam und MotoGP. Super lieb, das war echt ein schönes Gespräch. Und muss mal gucken. Ist SolarCon die 60 Euro wert? Ich kann es euch halt noch nicht sagen. Es hat sich gut gespielt. Ihr müsst jetzt halt so ein bisschen von den Gameplays und Infos, die ihr habt, euch so ein bisschen selbst zusammenstückeln, ob euch das die 60 Euro wert sind. Ich kann es euch nicht sagen. Ich werde es mir halt holen, natürlich, weil ich Content Creator bin. Ich hätte auch gesagt, 60 Euro wäre es mir auch wert, weil es ist ein Open-World-Rennspiel, ich habe Bock drauf. So, da ist halt momentan einfach tote Hose, deswegen go for it. Kurz vorher kommt halt noch KX Street raus, wo die heute offiziell bestätigt haben, dass die Progression am PC anders ablaufen wird. Man kriegt schneller Geld, also man kann leichter progressen. Und KX Street wird keine Mikrotransaktionen haben zum Release. Was heißt, für mich heißt, das Spiel wird kostenpflichtig sein und dann so. Weil viele gehen davon aus, KX Street am PC kostenlos wird. Ich weiß nicht, woher das herkommt. KX Drift Racing war es ja auch nicht. Und das ist die beste Decision. Einfach verlangt 30 Euro für das Spiel und danach geht man bitte ingame nicht auf den Sack damit. Finde ich viel besser. Deswegen finde ich die Mobile Game Version ja so zu kotzen, weil du halt die ganze Zeit. Du könntest aber auch Geld ausgeben. Oh, wie wär's, wenn dir jetzt Geld ausgeben? Hast du nicht Bock, Geld ausgeben? Nee, geh mir nicht auf den Sack. Lass mich zocken. So, deswegen, da gebe ich lieber vorher Geld aus und hab meine scheiß Ruhe. Aber ja. Heute nicht großer Kampfwort. Das ging auf der Messe. Auf der Messe war wirklich sehr schön ruhig. Das ging. Eher so ein Medienpartner, mit dem man früher mal zusammengearbeitet hat. Das ist ja mal erkannt, aber sonst ging das eigentlich. Muss man ganz klar sagen. Das war sehr entspannt. So, ich gehe mal rüber ins Game, damit wir jetzt auch mal noch eine kleine zocken, weil wir haben ja noch ein bisschen was zu tun heute. Nämlich Gegner Nummer 1 und Race X schaffen. Aber ja, deswegen, aber wie gesagt, KX Drift Street wird ja auch kommen. Kommt ja nächste Woche schon. Ist ja echt krass. Also wir haben jetzt viel Programm auf jeden Fall in der nächsten Zeit. Finde ich aber gut. Wir haben mal wieder was zu tun. Es ist schön. Es ist mal keine Totenstille. Es ist mal sehr große Abwechslung. So, was haben wir denn bei den letzten Gegnern erstmal hier zu tun? Beende eine Playlist der Stufe S auf dem Plus. Das ist ja easy. Gewinne eine Drag-Playlist. Ja, da kann ich einfach eine Drag-Playlist fahren, oder nicht? Schalte mir dann 5 Sonderwagen aus. Okay, ja, dann hole ich. Dann nehme ich einfach eine Drag-Playlist. Das ist ja easy. Was sind denn Sonderwagen nochmal? Sind Sonderwagen. Ach, Sonderwagen sind die Raptor, ne? Oh, fuck. Ja, dann wäre es gut, wenn wir theoretisch gleich mit dem Nissan. Was soll ich sagen? Link abfinden, weil da hätten wir auf jeden Fall die Sonderwagen sind Raptor, Alter. Okay, dann werden wir uns auf jeden Fall Nissan verstärkt bauen, weil wir müssen ja auch was aushalten und austeilen können. Ja, dann baue ich mir. Bauen wir uns gerade mal einen GTR oder so um für die S-Plus-Klasse. Dann haben wir das nämlich in einem Schwung. Ich würde auf jeden Fall einen S-Plus-GTR haben wollen, weil dann hast du nämlich auch Bums und kommst auch weg. Aber dann wäre ein Link-Up gut, weil Stufe 5 ist dann schneller erreichbar. Wir gucken mal. Wir schauen mal, wie wir jetzt anstellen. Aber die Playlist ist ja easy. Das ist ja gar kein Stress. Das ist ja. Außer es joinen jetzt halt 50 Leute gleich. Aber es müssen eigentlich nur. Also von drei möglichen Leuten, die joinen können, darf nur 2 joinen im Drag-Rennen. Dann bin ich ja schon auf dem Podium. Dementsprechend. So, ich guck mal gerade kurz. Bewertung. Umgekehrt. Wo hab ich denn? Ich hab irgendwo ein GTR hier rumstehen. Guck mal, haben wir unseren Boy doch. Das schon auf Drift. Wunderschön. Dann gehen wir den mal ganz kurz bei Teilen hier extra Sachen für die Cops. Was haben wir denn was hier? Polizeiverschränkung braucht deutlich länger, das bringt mir nichts, ich brauch sie ja. Erhöht den Schaden, den andere Fahrzeuge mit Kollision allein, das ist gut. Auf welche angekündigten Gäste-Spiele von gestern freut ihr euch? Ich auf hier. Der Busch, willkommen bei den Noobs, danke für dein Prime Sub, ist gerade aufgeploppt.
Ich freue mich auf Borderlands 5. Auch wenn der Film absoluter Scheiß sein sollte, ich mir auf gar keinen Fall angucken werde, weil ich keine Langeweile habe. Achso, ich darf nur eins von den beiden haben. Ah. Erhöht den Schaden, den andere Fahrzeuge können sie allein. Ja, dann machen wir. Nee, dann mache ich das andere rein. Das ist schlecht. Borderlands 4, ja. Warum sage ich die ganze Zeit 5? Ich weiß nicht, warum ich 5 komme. 4, 4, 4 ist Borderlands 4. Ich hab's verstanden. Mann, ich weiß doch auch nicht, woher das kommt, Leute. Ist Borderlands 4, ja. Kam an bei mir, dankeschön. Moin Moin, Dustin. War nice, deine Autos beim Overtake zu sehen. Kaufen, die kommen halt nach Hause. Ja, ja. Das ist die Deko, das ist die Wohnzimmerdeko. Deswegen waren das auch nur Replikas. Das ist immer so schwierig. Ach, mit der Versicherung, du weißt, wie es ist. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich hier immer so. Ja, es gab ja ein Borderlands Prequel eigentlich, ja. Aber Borderlands ist, glaube ich, das Game, wo ich mich am meisten mit freue. Muss ich fairerweise sagen. So. Gut. Ist sogar. Ach, guck mal. Da ist ein Link up am Happenen. Und es ist schon. Oh, es ist schon die letzte Stufe. Ah, es ist ein Träumchen. Perfekt. Da können wir uns direkt mit den Raptern kloppen. Das ist es einfach. Das ist die Possibility. Boah, komme ich da schnell hin? Hat Runde 2 erreicht. Ja, okay, das geht ja noch. Aber das ist ja perfekt. Dann kann ich ja mich wunderbar gleich mit ein paar Raptoren kloppen. Das ist ja super. Ach stimmt, das Wolverine-Spiel kommt ja auch noch. Ja, da habe ich auch persönlich Bock drauf. Nach dem Deadpool und Wolverine-Film bin ich auch sehr heiß auf Wolverine eingestimmt. Link-Ups machen mir am meisten Spaß. Ey, mittlerweile kann man am Need for Speed am Multiplayer auch einfach literally nichts mehr aussetzen. Also wer noch den Multiplayer scheiße findet, der soll mir einfach nur nicht auf den Sack gehen. Das kann er dann gerne seine Meinung haben, aber die darf er gerne woanders kundtun als auf meinem Channel. Mittlerweile bin ich grundsätzlich auch bei meinen Need for Speed Videos, wer da irgendwie einfach nur so negativ ist und überhaupt nichts so positiv ist, sondern einfach nur rumrandet. Die werden einfach konsequent gebannt. Weil um so doof zu klicken, ist ja der falsche Channel, auf dem man unterwegs ist. Ich meine, ich bin ganz schön in einem Need for Speed League Kurs dementsprechend. Aber wollte ich gerade sagen, auf jeden Fall dementsprechend, ja, aber das Recht mit dem Hop-and-Shoot-Modus morgen ist halt, ja, also da kann man an dem Modus nichts mehr aussetzen. Ne, das Handling der Audis haben sie noch nicht übertragen. Die neuen Autos kriegen das alle immer. Also wenn ein neues Auto jetzt reinkommt nach den Audis, zum Beispiel der M3 und der Dark Horse haben das bekommen. Die haben das auf jeden Fall. Die haben das Handling direkt bekommen. Aber sonst erstmal nur alle neuen Fahrzeuge. Also jetzt beim nächsten Update zum Beispiel der Evija oder der 959, die bekommen das. Oh, Evija, ich hoffe, wie das Scheißding auch ausgesprochen wird. Mann, nimmt normale Autonamen, Alter. Die kriegen das. Bei den alten hätten sie es gerne, aber da haben sie es erklärt, sie haben halt nur einen einzelnen Handling-Entwickler, was halt wirklich nicht viel ist. Und der James hat mir gestern bestätigt, dass die Manager, das sind 16 Mitarbeiter aktuell bei Need for Speed am Bauen dran, das ist echt nicht, ist wirklich lächerlich wenig. Und der eine Handling-Typ kann halt nicht die anderen Autos noch machen, ist das Problem. Also der würde gerne, also sie würden gerne alle Autos updaten, aber ein Handling-Typ alleine schafft es halt nicht. Der ist froh, wenn er die, wenn er die neuen Autos reinbekommt. Fertig kriegt. Also die neuen Autos haben immer und was sie auch gesagt haben, spätestens zum nächsten Need for Speed wird man das Handling bei allen Fahrzeugen bearbeiten. Aber leider wird das hier bei dem Teil nichts mehr werden. Also das haben sie schon bestätigt, die sind einfach zu klein. Es ist grundsätzlich auch bei jedem FAQ ist immer sehr viel die Aussage, wir werden gerne mehr. Und das geht mir jedes Mal auf den Sack, wenn man überlegt so, Mann, werden sie mehr, würden sie das machen? Aber Mann, Gott sei Dank kriegen wir ein Battlefield in ein paar Jahren. Wenn Battlefield wieder floppt, ne? Also dann weiß ich aber auch nicht, warum EA nonstop Leute abzieht und sagt, oh, das wird schon gut gehen. Nee, tut's ja nicht. Hört auf damit, zieh keine Leute ab, es wird nie gut. Baby Metal, willkommen im 5. Monat. Moin Lukas, kommt das Video zu den Patch Notes morgen? Nee, zu den Patch Notes, also kurzer Hinweis. Zu den Patch Notes selber kommt kein Video. Weil wir haben ja das Sneak-Video schon gemacht, deswegen kann ich mir schenken. Aber weil morgen kommt das Update schon raus. Wir spielen morgen einfach. Ich brauche euch kein Patch Note-Video geben. Ich kann euch dann Abrisse geben im Video. Im Video gebe ich euch ein bisschen Info, was geupdatet worden ist und so Kram. Also es wird kein explizites Patch-Note-Video geben, obwohl ich ja weiß, wie ich es normalerweise mache, aber morgen werden wir einfach ganz normal spielen. Und dann werden wir einfach darauf währenddessen eingehen, was neu ist und so. Ich mache mir nochmal vorher Notizen, dass ich das während des Zockens mir ein bisschen vermerke und dann kriegt ihr das alles mit. Ich habe den Kopf ausgeschaltet. Keine Ahnung, wann, wo das passiert ist, aber es ist auf jeden Fall passiert. Können wir nicht einfach neue Reifen drauf machen? Also. Ich hab's mir auch noch, also wie gesagt, das ist ja, es klingt so simpel, das muss man halt immer sehen, ich hatte auch bei JDM heute mit dem Entwickler gequatscht, Spieler sehen halt Sachen ein bisschen einfacher leider als sie sind und auch die Entwickler würden sich wünschen, dass es gerne so einfach ist, aber Überraschung ist es meist nicht. Das Handling ist halt bei den Fahrzeugen schon grundweg anders und einfach Reifen wie bei dem Drift-Update würde nicht passieren und sie haben auch gesagt, das Drift-Update ist auch noch nicht hundertprozentig, wie man sich das vorgestellt, da hätten sie auch noch gerne andere Sachen gemacht, aber... Bitte nochmal.
He-Man Power fehlt. Ey, wirklich. Wenn irgendwann das Büro von DICE brennt, ich habe keine Ahnung, das hat keinen Zusammenhang mit mir. Aber, ja, nee, da ist halt so viel im Hintergrund geändert. Das ist, hat mit dem Basic Handling, was ihr kennt, nicht viel mehr zu tun. Und einfach nur ein Schalter oder ein bisschen Anpassung ist leider nicht. Ich würde es mir gerne wünschen, aber es ist leider nicht so. Ich glaube, wie gesagt, die Need for Speed Entwickler sagen, lest euch die FAQs bei den Recaps von den Volumes immer durch. Zu Volume 7 haben sie auch einen Recap gemacht. Da müssen sie halt immer wieder erklären, ja, wir würden gerne, aber nein, es ist nicht so einfach. Weil leider Gottes, wie gesagt, es ist halt, als Spieler kommt es einem so einfach vor, aber letztendlich sind das Einsen und Nullen, die irgendwie in die vernünftige Reihenfolge müssen. Und wenn es so einfach wäre, hätten wir hier ein ganz anderes Spiel. Leider, aber ist halt so. Ja, genau. Das ist eigentlich ein kleines Modding-Team, Digga. Um zu wählen, und JDM und Driftmaster arbeiten 60 Leute. Das ist auch nicht viel. Das ist auch lächerlich wenig. Das ist ein Indie-Studio. Und nein, Need for Speed ist kein Indie-Studio. Trotzdem arbeiten es wirklich 16 Leute. Junge, die kennen sich alle persönlich. Die gehen abends zu einem trinken. Normal musst du eine Firmenfeier machen. Ja, Digga, das kannst du bei daheim bei irgendeinem Kumpel im Wohnzimmer feiern. Man muss sich das überlegen. 16 Leute. Guck mal, wie groß was große Spielentwicklung momentan für Teams dahinter haben. Dass man sich mal hochrechnen kann. Vor allem deswegen find ich ja, sollte man diese Updates, die rauskommen, noch mehr appreciaten. Weil wenn ihr jetzt überlegt, was in 3 Monaten dieses Hop-the-Suit-Update, dann guckt euch das nochmal an. Content, was da reinkommt. Und Gameplay. Und jetzt überlegt, das haben 16 Leute in 3 Monaten gemacht. Das ist komplett bescheuert, dass das geht. Ich bin da jedes Mal begeistert, dass dieses kleine Team, wie gesagt, dieses kleine Team ist für mich David King Goliath. Das ist wirklich komplett Banane. Aber ich feiere so hart, dass die da so hart reinhasseln. Und dass sie so gute Arbeit leisten. Und vor allem der Handling-Typ, der eine. Ja, haben wir sowieso gesagt, das ist der Goat der Need for Speed-Entwicklung. Einfach ein kurz neues Handling-System entwickelt. Alleine. Ganz wär's nix, Mann. So, ich hab das mal ein bisschen abgeändert. Und ja, sind wir jetzt, ne, hier. Die könnten alle im Stream sein, ja, genau. Leider spricht von denen höchstlich kein einziger Deutscher, so vermutlich nein. Aber wo sind vielleicht ehemalige Schweden? Die Schweden lernen teilweise Deutsch in der Schule, ne? So ist es nicht. Also es könnte schon sein. Der James, der Community Manager von EA Sports und Need for Speed, hat sich auch erinnert auf jeden Fall, dass ich mit Need for Speed manchmal dezent in den Wahnsinn treibe. Bin ich auch ehrlich? Wird so bleiben. Ey, da muss er sich dran gewöhnen, dass sein Job, dass er mit Leuten wie mir rumhantieren muss. Ich bleib dabei, ist mir egal. Ich gehe ihm auf den Sack. Aber er ist ja nett. Ich gehe ihm auch nett auf den Sack. Ich bin höflich dabei. Ich bin höflich dabei. Ich drücke mich zwar deutlich aus und prägnant, aber ich bin höflich währenddessen. Bleib bloß dran, egal was passiert. Die Lufttore auf dieser Map sind wirklich der größte Scheißdreck. Das würde ich denen gerne auch nochmal persönlich sagen. Dieses Hochgeile, diese Schießpunktschanze. Nichts fühlt sich irgendwas ungeiler an als diese Schießpunkte. Du fährst ein S plus Nissan GTR und das Ding kriecht hoch, als würde es kein Tempo aufbauen können. Das ist wirklich zum Kotzen. Der hätte auch die Farbe sich so ein bisschen weniger realistisch sein können, dass der GTR von mir aus irgendwie seine 300er hochhält. Klar macht das gar keinen Sinn, aber. Windschatten, Bruder? Was machen wir, Windschatten? Digga, was ist denn mit. Was ist das überhaupt für ein Auto? Ach, das ist ein GTR. Meine Fresse, ist das bei uns. Das wäre ein Crown Vic oder so. Kann ich Windschatten mit dir fahren? Leute, wir brauchen wirklich Windschatten. Es gibt ja sonst keinen. Wo sind wir eigentlich? Runde 4? Ich habe gerade mal Hitschube 3. Ich brauche Hitschube 5, damit wir Raptoren haben. Oder bitte fahr vor. Fahr vor. Wir brauchen Windschatten. Auf den Spielmodus. Nein, nicht abbiegen. Hör auf zu driften jetzt. Wir müssen nicht mehr driften. Du kannst aufhören. Fahr einfach bitte vor mir. Fahr jetzt. Du kriegst auch Bonus davon. Du kannst auch einfach vorfahren. Du musst nicht... Wie der Mann mich komplett verarscht. Jetzt... Fahr vor! Na gut, Tobi. Das gibt mit dem hau ich deine Sprache. Der kriegt eine Chatnachricht von mir, das glaubst du gar nicht. Mann, wie die Leute auch immer noch nach dem Monat immer noch nicht raffen, was Windschatten fahren in diesem Spiel heißt. Das ist wirklich übel. Ah, hör auf zu driften jetzt! Jetzt mach doch nichts am. Gott, ich hau ihn gleich. Warum kommen wir mir jetzt schon wieder entgegen? Was ist mit ihm? Ne, da ist er. Fahrt mir jetzt den Windschatten hinterher. Los jetzt. Danke. Meine Fresse. Oh, Junge, Junge. So. Ein paar Meter hier. Oh.
Ja, immer noch Heatstufe 3, das ist echt beschissen, ne? Ich brauche Heatstufe 5, wir müssen ja gleich ein paar Raptoren in die Backe kriegen. Oh, 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 ja, okay, jo, kurz mal Tony Hawk gemacht, moin, jo, hier wollte ich auch, ja, ich kann ja, wo ich bin, ah, ja, gut. Wie 16 Peoples Blumensträuße und Pralinen und Gehaltserhöhung, wenn der alleinige Handling hat, das bekommt man zusätzlich 3 Salutschüsse. Wie viele Leute bei Quartellen insgesamt supporten, findet man sicher irgendwo raus. Wie gesagt, Main Team ist ja, wie gesagt, momentan bei Battlefield dran. Ich heule immer, wenn ich das sage. Ich merke das, ich muss mir immer so ein bisschen eine Träne unterdrücken. Aber ich hoffe einfach, also ich habe ja echt einfach sehr die Hoffnung. Ich weiß, es ist komplett, ich liege immer große rote Brille und in meiner Märchenwelt hier, aber das, wenn jetzt ihr merkt, oh guck mal, die Updates kommen ja gut an. Was, wenn wir ein größeres Team hätten? Das wäre ja, sorry, Bro, der absolute Mega-Wahnsinn. Dass die dann sagen, ja, okay, wir ziehen die jetzt nicht mehr ab, weil wenn die da bleiben, das wäre ja insane. Überlegt euch das mal, ein größeres Team, was die machen könnten. Wow. Ich hoffe einfach, dass bitte diese ganzen Updates hier EA die Meinung geben, dass die Quartellen jetzt bitte mal in Ruhe lassen könnten und sich ein anderes Studio dafür nutzen können. Nutzt das Studio von FIFA. Es juckt auch keinen, wenn er mal ein Jahr aussetzt. Bin ich ehrlich, komm, das ist auch... Da könnt ihr auch einfach kurz einfach einen anderen Namen draufschreiben, das merkt man nicht mal jemand. Mein Gott. So, wir nehmen mal das FIFA-Studio und scheißen drauf. Das war der einzige Stand, den EA heute auf der Gamescom hatte, ne? Die hatten einen FIFA-Stand, das war's. Ich hab's bei EA Sports WRC gespannt, aber das war am offiziellen Stand von der ARC WRC, also ADAC und WRC zusammen. Also... Ja. EA war die heute dieses Jahr nicht so groß da, aber man muss auch sagen, das ist auch gerade einfach nix. So, da kommt ja auch nix. Ich wollte gerade fast auf ihn draufhalten, weil er ein Raptor fährt, aber er ist ja kein Polizeifahrzeug. Muss ihn nur abheben. Dann drehen wir uns mal um. Ich fährt jetzt keiner rein hier. Ja, die Sache ist, ein Update läuft mit so wenigen gut, aber die würden auch schon gerne mehr machen. Ja, ich stelle mir das jetzt gerade auch als Entwickler so schwierig vor. Wie frustrierend das. Wieso kriege ich keine Heatschuhe 5 zum Pick? So frustrierend sein muss, dass du jedes Mal weißt, wir würden gerne mehr und wir haben auch Ideen, aber uns fehlt die Manpower. Ja, das, ich weiß nicht, ob, also mich wird das, ich wäre glaube ich hart frustriert, bin ich ehrlich. Wenn ich bei Criterion Games arbeiten würde, wäre ich hart frustriert, dass du mehr könntest und auch mehr Ideen hast und auch siehst, dass dein Team locker capable dazu ist, aber dir einfach die Leute fehlen. Boah, ich glaube, das würde mich komplett kirre machen. Einfach dieser Hintergedanke, ey, wenn EA uns nicht abziehen würde, glaub mal, was hier abgehen würde. Und dann sitzt du da, ja, geht aber nicht. Warum habe ich jetzt eigentlich nur Heatstufe 3, Alter? Ich bin hier extra in Link-Up rein, das Spiel, ja, Pech gehabt. Digga, ich brauch Raptor und nicht irgendwelche anderen Fahrzeuge. Warum kümmert sich eigentlich niemand um mich? Hallo! An alle Einheiten. Ey, wirklich, ich muss Raptoren zerstören, Leute. Ich will mich aktiv mit euch beschäftigen. Jetzt bleibt doch auch hier. Wo ist der? Warum fährt er da unten rum? Mein Bruder, könntest du wieder herkommen? Jo, danke dir. Warum soll ich einen Raptoren zerstören, wenn ich gerade sehe, wie viel Damage das gibt? Gab es interessantes oder ähnliches auf Gamescom? Ja, die TDU-Demo, die ich mir anschauen konnte, sah erstaunlich gut an und hat sich brutal gut gespielt. Punkt Uno. Und die Leute von JDM Driftmaster, Japanese Driftmaster JDM, sind verdammt nette Menschen, die logisch Spiele entwickeln. Also mit Verstand und nicht großer Klappe. Das ist wirklich viel wert heutzutage. Denkst du, kommt noch in Toyota, kommt noch nie vor Speed am Bauen rein? Also, ich habe zwei Vermutungen. Entweder auf gar keinen Fall oder die zweite in Volume 9. Das kann ich mir irgendwie vorstellen, dass Volume 9 möglicherweise was bringt, aber ich vermute nicht. Also, ich habe heute noch aus erster Quelle mal erfahren, weil der Stefan, mit dem ich unterwegs war, der kümmert sich für viele Spiele um das Licensing, also um die Connection herzustellen zwischen Autohersteller und Spiel. Und der hat mir auch nochmal aus erster Hand erzählt, dass Toyota ein katastrophaler Haufen ist. Aber ich habe heute auch rausgefunden, dass Nissan wohl ähnlich tickt. Also, Nissan ist nicht so schlimm, aber Nissan ist ein ganz schön kleinlicher Scheißverein. Weil ich habe es von Japanese Driftmasters erfahren mit Mazda und Subaru, die sind, ey, hier sind unsere Autos. Wenn du die schon halbwegs akkurat hinkriegst, schick uns die mal, wie die dann aussehen. Und wenn das passt, dann kannst du damit machen, was du willst. Das ist ein Bums für dir. Viel Spaß. Mach damit Werbung, mach da Bodykits dran, uns doch scheißegal. Und ist dann so,
Ja, also wir müssen also gucken, oh, der Blinker sitzt nicht 100% akkurat und ja, dann müsst man noch gucken, also wenn ihr ein anderes Bodykit dran macht, dann muss das Logo runter. Deswegen zum Beispiel auf den Nissans im Spiel, wenn ihr ein Bodykit drauf macht, sind die Logos automatisch weg. Subaru und so ist das scheißegal, bleibt Logo halt drauf, mir doch Bums. Und zum Beispiel, wenn du Marketingmaterial mit Nissan machst, also hier, ich will einen Trailer machen, ich will einen Poster mitmachen, musst du Nissan vorher das Ding schicken und fragen, ist das denn so genehm? Und dann braucht Nissan knapp 2 Wochen meist zum Antworten. Also Nissan ist so schwierig, echt schwierig zum Arbeiten mit. Nicht so stock im Arsch wie Toyota, aber auch jetzt nicht unbedingt anscheinend der Traum eines Entwicklerteams. Vor allem eines kleinen Entwicklerteams wie bei JDM. Aber Subaru ist sehr genehm. Und ich weiß auch schon, welche Subarus alle reinkommen. Und ich bin happy, ich drück's auch rum aus. Was war noch? Irgendwas war da noch. Irgendwas hat mir noch angesprochen. Leute, ich bin direkt vor euch. Ihr wollt mich doch verarschen, danke. TDU war wieder am PC. Aber das lief diesmal wirklich insane gut und sah gut aus. Und wie gesagt, ich bin... Haltet euch fest, ich bin... gedriftet. Also wirklich sehr kontrolliert gedriftet. Holy shit, Junge. Ich hab mich, wie gesagt, wie vorhin erwähnt, ich hab mich gefühlt wie fucking Donkey Kong, persönlich. Oh, wo immer DK steht. Alter, Junge, ich schau, das war ja mit Ansage so. Ja, ich werde da jetzt gegenfahren. Warte mal ab, wie ich mir den Feierabend früher hole. Guck mal ab, 3, 2, 1 und Feierabend. Wir kreuzen aber erstmal Stufe 5. Okay, ich weiß nicht, wo der Camaro hin ist. Hopp, da ist er wieder. du müsstest auf Need for Speed sein. Ich weiß nicht, ob sie es auf der gepostet haben. Guck mal auf Twitter und Co. haben es auf jeden Fall gepostet. Die Patch Notes. Alter. Wäre die Polizei noch einfacher und weniger nervig gemacht? Echt? Habe ich jetzt so in den Patch Notes gelesen, aber ich gucke mir gerne gleich nochmal nachher an. Aber ich habe den Patch Notes so grob mal drüber geflogen, da stand das nicht so drin, aber gut. Also die Polizei einfach kann. Nee, die haben doch die Polizei niemals einfacher gemacht. Ich lese mir gleich nochmal die Patch Notes, das kann ja nicht sein. Weil die Polizei, sind wir ja fairerweise ehrlich, sind doch jetzt schon nicht relevant. Die Helikopter. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, die Helikopter wurden geändert. Ja, ja. Die Helikopter wurden geändert. Was sonst mit den Cops passiert ist, haben sie, glaube ich, nichts explizit zu erwähnen, ne? Ich glaube, sonst scheint nichts drin. Ich weiß nur eben, wie gesagt, dass sie auf jeden Fall die Helikopter abgeändert haben. Dicker, könnt ihr mal aufhören, euch kaputt zu fahren? Könnt ihr jetzt mal Hitschuh 5 bekommen? Ich höre euch dankbar. Aua, aua. Jo, tschüss. Na, genau, voraus. Bringen wir es zu Ende. Ja, und jetzt bringen wir einfach mal... Das sind Rhinos, ne? Zählen die auch, wenn ich die kaputt klatsche? Ich probier's mal gerade. Okay, nein. Zählt nicht, aber zählt auf gar keinen Fall. Abverstanden, kam an, Messages verteilt worden. Okay. Die kam nicht an. Ja, du schaffst es gleich. Wunderbar, Rüdiger. Top, top. Jetzt drehen wir einfach. Ja, perfekt, super. Mach weiter. Subi, jetzt kommst du mit. Bruder, bitte fahr einfach eine Kurve mal wie ein normaler Mensch. So. Schade, ich hätte mir echt gehofft, dass die Rhinos in der Straßensperre aufziehen, aber das sind einfach nur Objekte. Das sind keine Kfz. Nein, jetzt habe ich keinen Kopf mehr in der Backe. Ihr wollt mich doch wieder verarschen, Mann. Aber ich habe auch die Meinung, dass sie die Cops verbessern wollten. Also. Müssen wir mal abwarten, wir werden es einfach raus zu dem Spiel. Wenn es in den Patches nicht aktiv drin steht, werden wir es einfach ausprobieren. Das werden wir sonst einfach mal rumprobieren in der Finalversion. Aber ich würde mich morgen erstmal mit dem Hot Pursuit Modus auseinandersetzen. Draußen passiert gerade ein Hot Pursuit bei mir nebenbei. Aber wie kann er mich übersehen, Junge? Ich bin fucking GTR mit Bumper Cut und einer riesen Stoßstange, Alter, holy fuck. Er gibt aber auch kein Gas, Junge. Ich muss bei 150 auf Gas runternehmen. Jetzt barsch mich doch nicht. Bleib doch mal hier. So, bitte Raptoren, bitte Raptoren. Wie brauche ich denn überhaupt? 5. Ach, fick die Hände. Das ist ja arschlos viel. Ja, hier schon. Warte, gerade die Helikopter da spawnen, Junge. Er hat gerade das Militär hier kurz mal einberufen. So. Ja, dann hat sich das US-Militär gemeldet und dachte sich so, ja, ja, das ist schlecht. Aber da kommt ein Raptor. Aber die würde ich, glaube ich. Das sind 43 Sekunden. Na, das ist nicht so gut. Aber den Raptor würde ich gerne nicht aktiv zerstören, sondern irgendwo reinfahren lassen, weißt du, wie ich meine? Also, dass der irgendwo sich festhängt, irgendwo gegenfährt, so Sachen, weil mich selbst mit selber damit beschäftigen ist immer so eine bedingtsmale Idee, wenn man nicht unbedingt
Selbstmordgedanken pflegt. Ja, komm ran, wo ist er? Da ist er. Bruder, nerv mich jetzt nicht. Wann gibt's denn meinen LPN-Holy-Stecker? Müssen wir mal anhauen. Müsst ihr die Jungs von Holy mal anschreiben? Müsst ihr alle die Jungs von Holy anschreiben auf Instagram und Co. Ich kann, ja, erst so habt ihr im Arsch, sehr gut. Kann ich aber auch mal machen. Ich kann die mal anschreiben und fragen, ob sie Bock hätten, so einen Shaker zu machen. Aber hättet ihr auch Bock auf so einen Shaker? Also ich vermute, ich hätte Bock auf so einen Shaker, bin ich fairerweise ehrlich. Also könnt ihr mir ja mal reinschreiben. Habt ihr Bock auf so einen Holy-Shaker? Nochmal Polizei von meiner Haustür. Ich glaube, die suchen mich. Scheiße. Ja, ich bring mich um. Ja, das war's. Gut. Maxim, ich habe die Nachricht gesehen. Alles gut. Und ich finde jetzt nicht so übertrieben, dass ich auf E-Autos setzen. Also, what the fuck? Mein Spiel lädt überhaupt nichts mehr. Ah! Bodentextur. Habt ihr gerade das Gegenverkehr-Auto gesehen, Junge? Das war ein Polygon, sein Urgroßvater. Könnte ich jetzt mal wieder Asphalt bekommen? Hallo? Meine PS5 brennt, glaube ich, gleich. Alter, was ist das denn? Junge, ich habe mal diese Low-Poly-Autos gesehen. Warte mal. Ich will mal ganz kurz hier nochmal den Cadillac zeigen, Junge. Das ist ja. Was ist dieses PPG-Update, ne? Hier, Java, ne? Und so. Ja, ja, ich sehe ich ja direkt. Da habe ich doch ein Auge für. Was ist denn hier? Junge, ich habe noch diese Low-Poly-Modelle gesehen. Junge, was ist denn das? Das ist weg, okay. Camp. Wer auch immer der. Also, ich hoffe. Kurzer Hinweis. Ich hoffe, dass. Junge, ich spiele fucking Minecraft gerade oder was geht hier? Junge, was ist denn das? Entschuldigung. Nebenbei, ich hoffe, dass der Eclipse-Fahrer keiner von euch ist und sich verhält wie ein Hurensohn, ich bin's gemeint. Junge, ich lädt hier gerade gar nicht. Meine PS5 brennt, glaube ich. Holy kann man auch mit Sprudelwasser mischen. Nur bitte beim Shaken bitte aufpassen. Ein Kumpel ist das Ding schon in der Küche dadurch hochgeflogen. Also, da ist Druck drauf dann, ne? What the fuck? Sind immer noch die Hälfte. Meine Wohntexturen sind überhaupt nicht aktiv dabei. Ich weiß auch nicht, warum kein Raptor dazu kommt. Tim, bekommen Sie einen Monat? Danke für den Resub, dankeschön. Ich wollte langsam mal einen Rap. Oh Mann, wer ist der Bro da mit dem Eclipse, Bruder? Verpiss dich doch bitte! Straßensperre voraus. Das sollte sich stoppen. Der soll sich einfach abbauen, der macht mir meine ganzen Kopf kaputt, das bringt mir gar nichts. Er wäre das einer von. Ah, top, Digga. Junge! Wirklich, geh mir nicht auf den Sack, was ist denn deine Mission? Verpiss dich! Ich weiß nicht, was seine Mission ist, außer dass ich. Oh Gott, da kommt ein Raptor natürlich jetzt, wo ich kein Leben habe. Ja, moin! Oh, Bruder, verpiss dich doch bitte einfach! Warum muss man mir hinterherfahren? Er geht nur durch die Schägung, mein Schugasch! Wie mache ich mich am besten aufmerksam und fahre wie ein letzter Vollidiot? Nebenbei erfolgreich geschafft, er fährt wirklich wie der größte Vollidiot. Ich wollte es nur kurz erwähnt haben. Kann man nämlich anders zugutehalten, ich schaffe da wirklich hinkommen, das ist zu kotzen. Oh, wegen der Pfeife, Alter. Ah, ist immer noch Minecraft City. Alter. Es ist hier einfach alles komplett broken. Ich habe das Spiel noch nie so low poly gesehen, guck. Das ist echt wild, Alter. Ich habe gerade einen guten Eindruck, wie es aussehen könnte. Ja, super, jetzt verliere ich meine Heatstufe. Ach, oh, toll. Wir haben einen Raptor geschafft. Das war effizient. Alter, was ist denn hier? Das ist ja wirklich. Ah, jemand hat mich gefunden. Auch Gott sei Dank. Sehr gut. Oh, da kommt ein Webler. Geil. Komm, Bruder. Willkommen in Low Poly City. Ich hatte das in der PS5 noch nie so, dass es so gebrochen ist. Weg. Soll der Webler nur weg? Ja, der Webler ist auch weg. Nice. 2 von 5. Das Update ist morgen ab 10 Uhr verfügbar. Sieht man zum Beispiel auf der PlayStation 5, sieht man zum Beispiel das Update, kann man morgen ab 10 Uhr runterladen, wird einem jetzt schon angezeigt. Zielfahrzeug fährt Richtung Apollonia District. Das ist wirklich. Das ist ja wirklich ein Traum, Alter. Ich muss vor diesem Clown kommen, um den Wagen zu verlangsamen.
Das wird ein YouTube-Reel, ich sage es euch. Das wird ein Short. Jetzt habe ich mal endlich mal. Jetzt habe ich mal endlich für Short und Reel-Content was. Junge. Aber hier geht's gerade wieder, ne? Hier ist nicht mehr so broken. Oh, moin. Ja, ich bin nur gleich broken. Einfach hier an den parken Autos vorbeifahren. Der Raptor fährt schon irgendwo gegen. Ich fahre irgendwo gegen. Alles gut. Ja, meine PS5 braucht auf jeden Fall deutlich weniger Strom. Sehr energieeffizient. Man kann es nicht anders sagen. Na komm, Raptor, fahren wir hier irgendwo schön durch so ein parkendes Auto durch. Schalter da mal so richtig durch. Na, ah, geh doch kaputt! Was ist mit dir? Was ist mit ihm? Ich glaube, das Spiel hat sich mittlerweile wieder gefangen, kann das sein? Oh. Wo ist der Raptor hin? Ja, den will ich an der Backe behalten. Ich will ja, dass er sich zerstört. Komm mit, Bruder. Kuss, Kuss. Komm, komm. Komm mit. Hui. Oh, moin. Ja, krieg ich wieder eine eigene Straßensperre durch? Ah, shit. Ja, super, einen anderen Kopf ausgeschaltet. Oh, scheiße. Mann, jetzt fahr in den Gegenverkehr rein. Was ist mit dir? Sei doch nicht so smart. Ich ging doch gerade auch so gut. Sei doch mal ein bisschen... Oh, da ist noch einer. Oh, okay. Auf Dachspringen ist eine Option. Jetzt haben wir sogar zwei. Komm, wir können diese Aufgabe so einfach abschließen. Ja! Du Idiot. Nice. Komm. Der Mosch, willkommen bei den Noobs. Dankeschön für deinen Prime Sub. Vielen Dank. Komm schon, den kriegen wir auf. Komm, 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 komm. Oh, scheiße. Komm. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Fahr mal irgendwo rein. Nicht in mich verständlich, bitte. Nicht in mich. Nicht in mich. Das war... Verpiss dich doch. Boom. So, wie viel haben wir denn jetzt? Weg. Einen brauchen wir noch. Geil, geil, geil. Davon ist noch einer. Ja, oh, Alter. Wenn wir die Aufgabe in einem Flow jetzt hier hinkriegen, das wäre ja einfach... Lecker Schmecker, sag ich euch. Komm mit, Bruder. Komm, komm. Kuss, kuss. Komm, 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 komm. Na? Ja, will es. Damit. Alle Einheiten. Zielfahrzeug fährt Richtung Douglas Park. Komm, boah, scheiße mit dem Ding. Los, Abgang. Ah, nö, er ist hier nicht weitergesprungen. Muss schon mitkommen. Wo sind da zwei sogar? Ja, weiß ich nicht, ob ich das möchte, aber ist auch egal. Ich muss ja nicht entkommen. Na komm. Na, als ob er nicht kaputt gegangen ist. Komm. Straßensperre voraus. Das sollte sie aufhalten. Zentrale hier. Verstärkung ist auf dem Weg. Alle Einheiten. Subjekt flieht Richtung ihrer. Komm schon, mitkommen, mitkommen, mitkommen. Ja, schieb ruhig den BMW ein bisschen aus dem Weg. Wenn er dich stört, dann macht das ruhig. Ah, Mann, ey, wie gerade ein Keim Auto kaputt stellt. Was ist mit ihm? Die haben die eben Zivilisten weg, als wäre es Pappmaché. Achtung, Subjekt unterwegs Richtung Apollonia District. Na komm. Ach komm, was ist mit ihm denn? Hör doch auf, hier alles zusammenzuschieben. Du bist kein fucking Monster Truck. Ah, ja, Bruder, danke für nix. Jo, okay, super. Wir sind wieder oben. Alles gut, weiter geht's. Ah. Schön mitkommen. Dann kommt nur einer von denen. Es muss ja nur einer kaputt gehen. Es sind noch zwei sogar. Alle Einheiten. Ich glaube, einen jetzt mal beschädigt. Leute, hier, die U ist always online. Das ist auch schon länger bekannt. Also seit eigentlich seit Anfang an eigentlich bekannt. Ich muss nur einen von denen zerstören. Komm jetzt. Komm. Zerleg dich. Straßensperre voraus. Bringen wir es zu Ende. Dranbleiben. Weitere Einheiten sind ach, komm schon. Ja. Einer ist weg. Okay, super. Wir verpissen. Oh, okay. Ich zerleg mich einfach mal. Ah, wie wenden wir diese Wolkenschlag jetzt effizient und schnell? Ja, weiß auch nicht. Ich zerleg mich. Here we go. Ah, ja, aber die, das duftet. Eieieiei, ganz schön bumpy hier. Moin, moin. Hoppala. Da wurden, ah, da geht, wir wurden, ne, Entschuldigung, der muss jetzt sein. Wir wurden gewaitet.
steht aber eng. Ja. Ich war der Lustige der Schule. Ich merke das schon. Ja, ja, ich war der Beliebte. Grüße an euch. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Guten Abend an alle. Was gab's denn bei euch gerade Schönes zu zocken? Oder was auch immer. Ich weiß ja nicht, ihr könnt auch gequatscht haben. Ihr könnt auch einen Deep Talk geführt haben. Ich bin mir nicht sicher. Was habt ihr gemacht? So rum. Dankeschön für den Great Wave. Alle Einheiten, Zielfahrzeug fährt Richtung Yams Park. Wir sind jetzt dabei. Black Myth Wukong, nice. Wir halten nicht mehr lange durch. Alle, okay. Chan, danke schön fürs Verwirren. Okay, ich hatte mich gerade schon gewundert, aber okay, alles gut. Forza Horizon 4, letzte Plays, nochmal Fokus vor dem Buscher. Stimmt, Forza Horizon 4 ist ja jetzt in die letzte Season reingegangen. Stimmt, hier dabei was. Jetzt, wo ich die hier loswerden muss, ne, dann gehen die mir wieder so auf den Sack. Ist jedes Mal so. Muss ich jedes Mal benötigen, dass sie irgendwie dranbleiben, aber sobald sie weg haben, ist, ja, das merkt das Spiel. Es riecht deine Angst. Komm, jetzt geh weg. Ich könnte mich aktiver hier auch zerstören, aber die 180k wären halt ganz geil. Würde ich schon gern behalten. Ist auch immer noch geil, dass das Ding immer noch Porsche getrademarkt ist, ne, hier der Motorsportpark. Ja, top. Ah, ich bin gerade am Flüchten. Weiß ich nicht. Letzter Sichtkontakt bei Dewpoint View. Mal hier runter. Warte, hier vorne haben wir noch einen Treffpunkt irgendwo. Oh Gott, natürlich ist das ein Helikopter. Ach Mann! Ja, ich glaube, wir schaffen es aber. Mal kurz über den Porsche-Kurs abkürzen. Zumindest habe ich es versucht. Gutes Spiel, ja, so kann ich gerade fahren. Aber hey, wir müssen jetzt gleich nur noch kurz die eine Playlist machen, also wegrennen. Und dann haben wir schon die Aufgabe von Aneshka, Anushka, Aneshka, Aneshka, wie wird's ausgesprochen? Wird das CH wie ein SCH ausgesprochen? Nicht? Ja, nein. I don't know. So, was haben wir denn? Gewinner einer Drag-Playlist. Banner S plus auf der Stufe. Ich hoffe, ich krieg halt irgendwie diese Drag-Playlist gewonnen, aber wir werden schon hinbekommen. Haben wir einen Drag-Rennen? Hier haben wir Drag-Rennen. Stimmt es, dass mit Motor aus die Verfolgung schnell abkühlt? Ja, wenn du irgendwo stehst, Motor aus, ist dein Wagen ja so ein bisschen undercover. Also ja, du kannst die Verfolgungsjagd damit schneller beenden, richtig. Weil wir ja gefühlt alle Autos, die im Spiel Straightpipe fahren, macht das schon einen Unterschied, ob du die Bazooka ausmachst oder nicht. So, ich brauche S Plus, das hier. Ich muss jetzt hoffen, dass keiner groß joint. Weil, also wenn ich alleine fahre, haben wir schon mal gewonnen und einen Podiumsplatz. Wenn jemand joint... Ich hoffe einfach, es joint keiner. Normal denke ich mir, ey, wäre geil, wenn die Playlist voll wird. Aber heute denke ich mir so, bitte bleibt, zockt irgendwas anderes, lasst mich in Ruhe. Was gut ist, parallel fängt gerade ein Link ab statt. Die meisten Leute sind abgelenkt und haben gerade keinen Bock auf den Bergrennen. Oder gehen, wenn über die PvP-Playlist rein. CH wird wie SCA ausgesprochen. Aneshka, okay, Aneshka. Okay. Ich finde aber gut, Sherlock, dass du schreibst Aneshka und damit nochmal CH, wie das ausgesprochen wird. Das bringt mir ja nichts, wenn du den Grundnamen so reinschreibst. So, das wird aber so ausgesprochen. Wir nehmen jetzt einfach unseren GTR. Das Gute ist, damit haben wir die Aufgabe schon erfüllt eigentlich, ne? Wir werden jetzt gleich Erster und landen auf dem Podium mit dem S-Plus-Fahrzeug in der Playlist. Ich bin einfach so ein Genie. Nachteil davon ist, ich fahre jetzt komplett allein und einsam ein Drag-Rennen mit mir, aber ich habe schon schlimmere Sachen gemacht. Ich weiß gar nicht, warum diese gelbe Unterbodenbeleuchtung drunter hatte. Ich weiß nicht, was da mich zugetrieben hat. Das sieht ja komplett weird im Feld, ist das Konzept aus. So. Genau, wir hören uns Sonntag. Haust du rein. Tschüss. Das heißt, ich meine, voraussichtlich, also wenn alles gut geht, ist zumindest der Plan, dass Ray und ich am Sonntag ein bisschen das Hot Pursuit Update streamen hier auf Twitch, YouTube, wie auch immer. Also, könnt ihr schon mal denken, ich stream morgen Abend, streamen wir ja schon mal ein bisschen rein, den Grind und ja, Sonntag sind wir dann nochmal gemeinsam live. Aber deswegen, ja, guten Appetit und schönen Abend. Und danke für den Raid. Also ja, gerade momentan gibt es viel Stream-Content. Aber es gibt auch gerade momentan viel zu zeigen, das ist das Geile. Man muss halt sagen, wir hatten einen super vielen krassen Tiefpunkt.
jetzt haben wir gerade Need for Speed Update. Wir haben theoretisch auch Forza Horizon 5 Update, aber wie gesagt, das Title Seek werde ich zwei, drei Mal spielen, dann bin ich wahrscheinlich durch damit. Aber dann haben wir Kike Street, wir haben TDU Solar Crown, wir haben ein bisschen JDM. Also momentan, ich will mich aktuell nicht beschweren. Wir hatten schon schlechtere Zeiten im Racing-Bereich. Das restliche Jahr über zum Beispiel. Ja, was ich gerade sehe, wegen dieses Feedback-Q&A, das finde ich super, super geil, dass Need for Speed immer am Ende der Volume, die machen ja im Rahmen der Volume, gibt es ja immer wieder FAQs, wo man halt sein Feedback geben kann oder Antworten geben kann. Ich finde es super cool, dass sie am Ende der Volume immer nochmal zusammentragen, was denn so das allgemeine Feedback-Community ist, was die allgemeine Stimmung ist. Das finde ich super, super cool. Ich sag das ganze Feedback-Thema, ne? Sag ich ja jedem. Das macht Criterion Games so gut wie kein anderer. Und da kann mir auch keiner sagen, das ist nicht so. Das machen sie wirklich, wirklich, wirklich brillant. Also, muss man einfach sagen, sie machen es wirklich, wirklich brillant, Feedback mit der Community zu teilen und auf Feedback einzugehen. Klar können sie es nicht so schnell und so effektiv, wie sie gerne wollen, ne? Mit 16 Leuten geht das halt unbedingt, aber ja. Ja, wir haben hier einen gut erzogenen Chat. Ja, wir wissen, wo eine Grenze ist. Wir wissen, dass wir nicht gegen meine Meinung sprechen, sonst wird mir hier knallhart gebannt. Das ist hier eine Diktatur, damit wir ein bisschen klarkommen. Das, was ich sage, ist richtig. Was ihr sagt, durchschnittlich meistens nicht. Macht halt nix. Willkommen auf meinem Channel. Und Demokratie ein schönes Wort ist, aber in unserem Wörterbuch hier nicht stattfindet, okay? Das ist der Bescheid. Noah, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Nächste kommt auch die Tage, ich denke, zum Wochenende hin. Der Toxic, dein Tipp gerade ist auch schon so, du willst auch Leuten richtig ärgern. Wenn du unbedingt alleine fahren willst, kannst du einfach in der letzten Sekunde verlassen und die Bock drauf haben, werden dann in dieser Playlist fahren und können dann nicht mehr raus und du kannst dann alleine fahren. Das ist schon böswillig. Das hat schon einen bösen Unterton. So, ja, dann kannst du alleine fahren. Und alle, die Bock haben, können sich halt ins Knie ficken. Also, das ist okay. Weiß ich nicht. Das ist schon asozial. Gibst du, glaube ich, selber zu, oder? Muss er zugeben. Das ist schon fies. Ich hoffe, das gerade hat keiner geklippt. Ich bitte hat keiner geklippt. Ich kann ja gerade kurz gucken. Es hat keiner geklippt. Hoffe ich. Ich sehe hier nichts mehr. Ja, ich guck gleich mal. Clip-Übersicht ist momentan so eine Katastrophe. Sind uns der angeheftete Clip mit das, wo ich spreche, dass es hier keine Demokratie gibt. Ach Junge, ich kam nicht rüber. Ja, die Katzin hat sich dann entschieden. Ja, es lohnt sich nicht. Lass. Twitter brennt schon. Ja, ich sollte auch einen Ballot machen. Das ist eigentlich scheißegal, ich fange gegen mich selber. Wen will ich impressen? Mich selber. Krasser Move, Digga. Haben wir das Stream Clips Germany? Stimmt, waren wir einmal drin, ne? In welchem Spiel war das nochmal? Sind wir ja durch die Map gefallen. Die Map hat nicht geladen. Welches Spiel waren das nochmal? Wir waren bei Stream Clips Germany einfach mal einmal drin. Und ich weiß auch, Kronk hat drauf reacted. Und ja, das hat viel mit meinem Ego gemacht. Seitdem fühle ich mich, als wäre ich der Krasseste. Und naja, was soll ich auch sagen? Bin ich ja auch. Aber nee, das hat mich schon. Also, dass Kronk mich. Dass ich in einem Video bei Kronk drin war, das hat schon viel für mich getan, bin ich ehrlich. Ich habe ein kleines, trauriges Leben. Das hat mich vollkommen zufriedengestellt. Ich sage, wie es ist. TDU 1 war das, stimmt. Ja, das war noch wilde Zeiten.
So, da fangen wir hier mal an Neschke ab. Deren GTR wir ja gewinnen können. Das ist eine coole Kiste nebenbei. Heißt, wir brauchen ein schnelles Auto. Komm, wir gehen mal mit unserem R6-Bomber wieder rein. Ja, ihr müsst doch, ich weiß gar nicht, wie man da reinkommt bei Streamclip Germany. Wird das dann von Leuten eingereicht oder wie passiert das? Ich habe da gar keine Ahnung, wie das zustande kommt. Ich habe so ein bisschen ein Bild mit Gronkh noch, aber das ist Gott, wie alt ist das? Das Bild von mir und Gronkh ist... Boah, 2014, 15 Gamescom gewesen, also alt, ja, sehr alt. Da habe ich auch noch ein Bild mit Fabian Siegesmann, da finde ich auch noch sehr großer Fan von. Nicht immer von all seinen politischen Takes, aber meistens sind mir die politischen Takes von vielen YouTubern einfach scheißegal, ich gucke mir den in dem Content. Sagen sie nicht rechtsradikal, sind es erstmal alles fein. Das muss man online eingewählt, dann wird per Like-System auf deren Seite abgestimmt. Krass, der Clip hat es wirklich da nicht reingeschafft. Könnt ihr gerne den gerade mit der Demokratie hier mal hinschicken. Ich will mal sehen, ob das reinkommt. Einfach um die Reaction von anderen Streamern zu sehen, wenn ich sage, dass es hier eine Diktatur herrscht. Stehe ich eigentlich so derbe schief bei dem Drag-Rennstart? Ist ja vollkommen beschissen. Und die erste Übersetzung von Gang ist beim Audi ja komplett für die Tonne. Aber wir haben einfach viel mehr Leistung. Da oben rum. Da kommt der Familienkombi. Da kommt der Wemser. Da ist es. Da ist der 14, also jung warst. Ja, da war ich 20. Boah, Junge, das fühlt sich wirklich nicht gut an, Alter. Ich sag, wie es ist, ne? Das fühlt sich wirklich nicht gut an. Wie erzählt man nochmal den GB-Effekt auf Felgen? Genau, bei Felgen, die diesen... Ja, diesen Tief... Diese 3D-Wirkung haben. Diese Iridescent oder sowas. Diese, es gibt ja diese Chameleon-Farbe. Ich weiß den Namen gerade hier im Spiel nicht. Iridescent oder so heißt es, glaube ich. Die da drauf packen. Dadurch ist da dieser Farbverlauf drauf. Normal ist das ja einfach wie so ein Regenbogeneffekt. Und auf den Felgen löst er halt aus, dass der aussieht wie... wie eben... RGB. Was super cool ist, dass das passiert. Ich vermute von den Entwicklern auch absichtlich, aber es ist ein cooles Feature. Nice! So, damit haben wir ihren schönen GDR. Der muss ich auch sagen, der ist auch wie clean aussieht. Den finde ich schon schick. Das ist schon ein schönes Fahrzeug. Da machst du nichts falsch. Und Level 110 auch noch. Oh Gott, ja, jetzt geht's gleich lustig. Jetzt müssen wir mal gucken, welche Aufgaben wir jetzt bei unserem letzten Bro haben bei Racer X. Weißt du vielleicht, wann ein Need for Speed kommt? Nein, weiß ich leider nicht. Also wirklich nicht. Ich vermute aber 26, 27. Früher nicht. Also auf keinen Fall. Nächstes Jahr auf gar keinen Fall. Also auf gar keinen Fall. Steam ist zu klein und in einem Jahr entwickelt man kein Need for Speed mehr. Heutzutage zumindest nicht mehr. Heutzutage kannst das, ist das nicht mehr möglich. Racer X Karre leider nicht so geil. Ey, Digga, die Kiste ist voll geil. Ich finde die voll gut. Wer denn mein Nissan Fairly 42C zum MVP in einem Link abrennen? Was ist denn ein Link abrennen? Ich meine, hörst du ja Link ab, ne? Oder insgesamt, oder was meinen die damit? Schaffe es unter die Top 3, Top 5 in einer Playlist der Stufe S Plus. Ja, das kriegen wir ja hin. Das ist ja easy machbar. Entkomme in einer Folgenstufe mit Stufe B. Ja, okay. Das kriegen wir auch hin. Einfach Link ab, okay. Habe ich einen Nissan? Sie? Ich weiß gar nicht. Oh, bitte, den muss man nicht auch freispielen. Ich glaube schon, ne? Oder habe ich einfach... Doch, nee, da ist er doch. Ach, Gott sei Dank muss man ihn nicht freispielen. Ich dachte gerade schon. Okay, dann holen wir uns den gerade mal. Wir pippen den gerade mal. Link ab passiert gerade, deswegen brauche ich jetzt gerade eh nicht reingrätschen. Das Setup da ist, ist eh zu spät. Dann bauen wir mal schön Leistung rein. Der wäre eigentlich B-Klasse, theoretisch. Theoretisch könnte man Stufe 5 Verfolgungsjagd gerade mal versuchen. Warte, wie weit ist denn der Link ab gerade? Runde 4. Da könnte man zumindest versuchen, die Stufe 5 abzugreifen, weißt du das? Dass wir die Stufe 5 gerade holen. Mehr nicht. Und danach machen wir es richtig.
Weil wir müssen ja in der Stufe 5 einmal entkommen, ne? Ja. Danach können wir den tunen und können uns dann gleich nochmal richtig um den Link-Abrunde kümmern. Aber Stufe 4. Geh mal wohin. Ich bin jetzt nur Teil des Ganzen, aber mir geht es hauptsächlich darum, um die Fahndungsstufe zu bekommen. Ich will nur die Heat haben. Ich will die Heat. Was musste man für den Nissan Z denn hier machen, um den freizuspielen? Ich habe den ja jetzt schon, deswegen keine Ahnung. Ich bin Lufttor, Digga. Mit B-Klasse mache ich hier gar nichts. Bin nur hier dafür, um die Fahndungsstufe abzugreifen. MVP werde ich jetzt hier halt auf gar keinen Fall werden. Nicht mit dem Auto. Nicht mit dem B-Klasse Nissan Z. Ich schaffe die Lufttore ja nicht mal, wenn ich wollte. Das ist ja wirklich geil. Ja, das MVP-Ding machen wir gleich nochmal mit voll aufgebaut. Dann ist das auch machbarer. Boah, Junge, ich bin halt echt wirklich für nichts zu gebrauchen hier. Kann ich irgendwie Cops außerhalb kriegen jetzt? Obwohl, wenn wir bleiben, ist doch Stufe 5 am Ende direkt, ne? Da muss ich nur noch hinkommen eigentlich. Ja, wir bleiben mal dabei. Wir bleiben mal dabei. Fahre so schnell wie möglich. Ich gebe mein Bestes, Leute. Ich fahre 90. Wenn MVP heißt Most Valuable Player, ja. Also, aber hier in dem Fall heißt einer der ersten drei Player. Also, ist ja nicht ganz faktisch richtig. Aber in die Top 3 soll es kommen. Aber ja, MVP heißt Most Valuable Player. Danke, Digga. Ich schaue hier einfach noch. Krass wäre einfach, wenn ich jetzt schon MVP schaffen würde, aber wird nicht passieren, leider. Das wird leider überhaupt nicht passieren. Ich bin ein Player, aber nicht der Most Valuable, glaube ich. Das seht ihr mal, das ist nice. Ich mache hier gerade halbwegs Punkte, also ich bin jetzt nicht unbrauchbar. Jetzt bin ich auch nicht wirklich brauchbar, aber ich bin dabei. Ich habe nur in der Runde in Phase 1 halt groß mitgemischt, deswegen glaube ich, werde ich hier nicht viel machen dürfen. Nutze Nitro, drift in der markierten Zone. Wo ist denn die markierte Zone? Das kann ich nur hinkriegen. Wir brauchen keine Leistung zu driften auf diese. Das geht auch ohne. Komm, wir machen MVP. Wenn ich jetzt MVP mit B-Klasse-Fahrzeug wäre, dann lache ich mir den Arsch ab. Ich sage es euch, Leute. Oh, Cops. Die Cops sind hier viel zu viele. Was ist denn hier drin los? Junge, ist das ein Kriegsgebiet? Oh, Leute. Alter. Junge, Junge, Junge. Ey, so viel kommst du auf einen Hauptmann aber schon selten nicht mehr, ey. Junge, Junge, Junge. So, machen wir mal gerade die Sprungsachen. Hier mein Bestes. Wir sind aber jetzt schon Stufe 5. Ich müsste jetzt eigentlich nur entkommen. Bin ich MVP, bin ich... Ja, die Runde ist nicht mehr abgeschlossen, erzählt das nicht, ne? Aber ich hau jetzt einfach ab und dann... Wenn ich Glück habe, haben wir schon die erste Aufgabe absolviert. Das wäre natürlich fett. Oh, das wäre so gut, wenn wir das im ersten Try kriegen würden, weil ich ein Genie bin. Ah, da kommt ein Kopf, ne? Nein, 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 du hast mich nicht gefunden. Halt die Schnauze. Nein! Verpiss dich, Helikopter! Ja, ja, ja! Da habe ich die Aufgabe erfüllt, oder? Das war schon die Aufgabe. War die Aufgabe. Ich habe die Erfolg geschafft, ne? Da muss ich nur das Most Valuable Player noch schaffen. Und das M3-Ding. Aber das kriegen wir hin. Spiel. Ja, Musik läuft noch, alles gut, das ist nicht abgespielt. Solange die Musik läuft, habe ich die Aufgabe? War das die Aufgabe? Ah, Bitch, geil. Nice. Dann müssen wir noch Stopp 5 mit der M3 Touring S Plus. Ist man denn im Touring S Plus? Ich weiß gar nicht, ob ich einen M3 Touring habe. S Plus, guck mal an, perfekt. Dann fahren wir mit dem gerade mal. Ich muss damit einfach in die Top 5 kommen hier. Ja, das ist kein großes Hexenwerk. Wir suchen einfach gerade eine Langstrecken-Playlist. Dann fahren wir ein Rennen. Easy. Dann haben wir das nämlich auch schon abgehakt. Ich bin Mastermind. Die fahren wir.
Sehr schön. Okay, gut, dann machen wir das noch. Dann queuen wir gleich den Set schnell und dann machen wir noch, sind wir mal ganz kurz MVP und dann boom, baba bang, badadang, haben wir schon USX. USX-Aufgaben sind irgendwie leichter als alle anderen. Also schneller vor allem. So. Dann gehen wir mal rein. Wir müssen in Top 5 werden. Heißt, selbst wenn vier Leute joinen, ist die Aufgabe geschafft. Das wäre geil. Wir warten mal ab. Daumen drücken, dass wir direkt reinkommen. Also, dass es direkt geklappt. So, M3 Touring, wir haben einen Gegner. Gut, wir haben einen Typen, aber das ist egal. Wir müssen nur aber Top 5 auch, ne? Bei Race X hätte ich ja erwartet, gewinne S+Planes zumindest. Aber Top 5, Digga, das ist so eine Aufgabe wie, nimm teil, sei dabei, hab Spaß, hab eine gute Zeit, aber scheiß auf die Plätze. Das soll hier keine Competition sein. Ich muss sagen, ich mag meinen M3 Touring in dem Grip Runner Design mit den Airs-Fängen noch sehr gerne. Das Coole ist, wenn wir jetzt gleich dann den Set getunen haben, dass er direkt gleich hoffentlich der nächste Link-Up da ist. Ich merke wieder Nachteil, ich habe die Dachbox drauf, ich sehe gar nichts. Ich fahre blind. Ich sehe wirklich nichts, ne? Alter! Ich muss mal kurz die Kameraperspektive hochmachen, ich sehe sonst einfach nichts. Ich fahre blind mit dem Auto sonst. Eieiei. Prinz Papa 86, willkommen bei den Noobs. Dankeschön für deinen Prime Sub. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Oh ja, da ist ein Drift passend. Gerade genau da, wo parkende Autos sind, würde ich am besten rumsliden wollen. Das ist einfach eine geile Idee. Für einen richtig schönen Versicherungsschaden. Einfach schöne Helikopter rum. Bisschen was für die News sammeln, ne? Gute Publicity für die Stadt. Danke, Flop. Genau, wenn ihr Amazon Prime habt, ist ein Twitch-Sub nämlich kostenlos. Wenn ihr es noch nicht verwendet habt, wie ich das letzte Mal erwähnt habe, wir geben hier sehr gute Obhut. Wir sind sehr, sehr pflegsam und einfühlsam mit Twitch Prime Subs. Ist der richtige Ort, sie hier zu lassen, muss man sagen. Denen geht es hier wirklich sehr gut. Es kommt aus der Community von irgendwann. Ich bin leider im Libu Editor eine Vollkatastrophe dementsprechend. Nee, das ist irgendwie aus der Community-Bibliothek. Ich weiß nicht, ob der Bäume eventuell noch mitfährt oder mittlerweile aufgegeben hat. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh Gott. Ja, ich gebe Prime Sims ein neues Zuhause, richtig. Oh, es soll ein neues längstes Rennen geben, weil bin ich auch gespannt. Das wird man ja hoffentlich direkt finden. Werden wir mal gucken. Schauen wir uns das mal halt durch. Fastbook Family, wir kommen im 35. Monat. Hey Ona, alles fit. Danke für die weiterhin gute Unterhaltung. Danke weiterhin für deine Unterstützung. Dankeschön. Designs in Heat und Pebble fand ich ganz gut. Ja gut, okay. Dankeschön. Die waren auch nicht super schlecht. Aber sie geht auch besser. Aber ich finde das Kühlpfanne-Design hat hier sehr passend, weil natürlich unser netter Way Krieger ja auch einen Bimmer gefahren ist damals im Pro Street.
Raiders, guten Abend, grüß dich. Machen wir jetzt hier gleich nach schnell unseren Set auf und dann warten wir den nächsten Link ab. Bumsen alle auseinander, weil wir der krasseste sind. Und dann 3, 2, 1, besiegen wir Racex. Dann haben wir die Anagon League beendet. Und jetzt beim nächsten Update gibt es ja eine Racer League. Also es gibt ja wieder so eine Liga, wie hier auch. Die werden wir rein im Stream machen. Also die Racer League, da werden extra Streams zu kommen. Die werden wir nicht morgen Abend machen. Morgen Abend werden wir uns über den Haupt-Pursuit-Modus kümmern. Aber die Racer League werden wir dann in Streams abhandeln. Weil ich merke, dass man hier schneller vorankommt und ist, finde ich, auch ganz guter Content für so einen Stream. Weil im Video ist es doch ein bisschen langatmig und unterhaltungstechnisch schwierig. Da ist es doch beim beim Stream-Content ein bisschen geiler. Miggi, grüß dich. Theoretisch könnte man den BMW aus Prostin abbauen, ja, in einem gewissen Maße. Obwohl, schon relativ nah sogar, weil der ist ja in einem Prostin auch nicht super krass getuned. Könnte man sogar recht nah nachbauen, stimmt, ja, ja. Vermutlich, ja. Müsste gehen. Muss ich jetzt wirklich auf ihn, weil der fällt ja wirklich anscheinend, der ist ja wirklich nicht weg, oder? 90%? Ich sehe es gerade nicht, ich gucke aber die Prozent hochgehen. Der fährt wirklich tatsächlich, der Mann fährt. Nicht gut, aber er fährt. Also ich bei Level 29 weiß ich noch nicht, wie viele Posts wir haben viel am Bord gespielt hat, aber vermutlich noch nicht sehr viel. Ich warte wirklich volle 30 Sekunden jetzt, bis dieser Mann ins Ziel kommt. Bei dem Rennen gegen eine Person. Die Prozentzahl geht gleich hoch. Der ist bei 97% DNF. Wahnsinn, Alter. Krass. Aber getuned hat er den Wagen. So, nächste Aufgabe abgeschlossen. Heißt, es fehlt nur noch eine. Das kriegen wir wohl hin. Wir haben aktuell gerade keinen Link ab, ne? Ne, gerade ist kein Link ab, ist nur ein geboostetes Event. Gut, dann tun wir mal unseren 240G. ZG. Den machen wir mal einmal gerade schick schön. Und kriegt vor allem Leistung wie scheiße, weil wir fahren ja einen Link ab. Heißt, das Ding muss driften wie ein Bekloppter. Da muss richtig Casallo rein. Casalla? Casalla, nicht Casallo. Wie kommt denn jetzt auf Need for Speed to Run Remaster, Digga? Wo fasst ihr den? Wo holt ihr den sowas schon wieder her? Hört auf, irgendwie Mist zu verstreuen. Leute glauben sowas noch. Das ist wie mit dem Most Wanted Remake. Hört auf! Ihr läuft nicht, Leute, reinreden muss. Nein, das ist. Es ist nicht. Nein, da, nein. Das ist wirklich schwierig, Leute. So, Leistung. Aktuell Motorkampf 437 PS maximal, 617, 568, 756, 2,9 Liter V6, here we go. Das ist es. So, erstmal alles an Leistung rein, was geht. Jetzt werden wir auch das erste Mal die 10 Millionen Marke mal wieder unterschreiten. Leider Gottes. Aber wir haben letzte Zeit ja auch ein bisschen Geld ausgegeben hier in-game, ne? Das ist dann okay. So ein schlechtes Game habt das auf der Wii. Ja, okay, du kannst Need for Speed Run auf der Wii auch nicht mit dem richtigen Dorn vergleichen. Das richtige Need for Speed Run ist wirklich ein solid Game. Zu kurz, aber immer noch eins, was ich super gerne, also minimal einmal im Jahr spiele. Safe. Schön Straßenfahrwerk rein. Ich weiß nicht, wie wir den gleich tun. Mal gucken. Große Bremsen drauf. Vollkommen irrelevant, weil wir das Ding eh nicht bremsen. Wir werden niemals zum Stehen kommen. Mal schön Driftreifen drauf. Kupplung, oh, 4 plus Square hier. Kiriose Getriebe noch ein. Ich glaube, wir haben wir The Wanted dieses Jahr schon gespielt? Ich glaube ja, oder? Ich meine ja. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, wir haben schon gespielt. Wir lassen ihn auch mal bei 40% Drift, weil ich glaube, dann ist er noch ganz gut handelbar. Aber ich meine, haben wir dieses Jahr schon gespielt? Ich meine, oder? Da vertue ich mich gerade. Aber ich meine, wir haben es schon. Ich meine, wir haben schon. Bin mir aber selber gar nicht mehr sicher. So, dann gehen wir mal in den Style. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, ganz schön viele Stoßstangen. Meine Fresse ist ja Auswahl. Mamma mia. Okay, jetzt erstmal diese ganzen Teile aus Payback. Aber das hier, Pandem ist gut. Auch die ganzen Nissan-Teile sind gut.
Ne, wir machen den ganz großen Ölkühler rein. Da, jalla, rein da. Schön großen Ölkühler. Hab ich nicht? Okay, krass. Ja, muss ich noch. Okay. Hier machen wir gar keine Lippe. Ich find's ohne schöner. Aber wir nehmen das Glas weg. Ohne finde ich's besser. Ich freue mich riesig auf das Update morgen. Also es ist schwierig auszudrücken, wie sehr ich mich auf dieses Update morgen freue. Ich sage euch das. Das Update morgen wird richtig, richtig scheffig. Da bin ich mir sehr sicher. Da habe ich richtig Bock drauf. Der geht gut tief. Das höre ich schon mal gerne. Wir haben es noch nicht angeschaut, aber wir werden es gleich gucken. Oh, wir könnten auch cleaner. Wir könnten auch weniger Whitebody gehen. Das wäre natürlich auch geil. Oder breiter. Okay, dann machen wir erstmal tiefer. Warte, wir machen erstmal tief, bevor ich jetzt hier rumforsche. Weil ich sehen will, was bringt. Oh ja, okay, tief ist gut. Ja. Oh, ich glaube, das Spiel ist abgeschmiert. Nee, doch nicht. Okay, es hat einfach nur ewig lang gebraucht. Na, da kommt er höher. Okay, die machen wir auf keinen Fall. Wir wollen nicht höher. Kommt überall höher. Oh, außer mit dem Pandem, da kommt er noch tiefer. Alter! Geht der mit dem hinten mit dem Pandem auch so tief? Kommt er nicht höher? Krass, das Pandem kommt ja echt arschweit runter noch. Aber ich muss sagen, den versenkten Stil finde ich halt auch ganz geil. Wohin macht er die Höhe nicht mehr? Dann machen wir machen das so, wir machen hinten das Speedhunters-Teil drauf. Und vorne nicht. Da vorne hebt man hier an dadurch. Wow, die Rocket Bunny kommt ja aber echt noch ein gutes Stück tiefer, ne? Wir lassen es mal so, Wir machen es mal, wir probieren mal mit der Art und Weise, was ich hier gerade anstelle. Spiegel können wir euch vorne lassen, die machen wir nur ein bisschen cooler. Das sind diese die Trittbretter, das machen wir mal sicher halt nicht. Hackschussstange. Ja, den Liberty Rocket machen wir auf keinen Fall, das finde ich nicht schick. Aber hier hinten nehmen wir mal den Bumper weg. Schöner Bumper-Delete. Und so einen kleinen Diffusor, der passt da ganz gut zu. So, Auspuff. Haben wir da irgendwas Schönes, Kanonenraummäßiges? Okay, das, die Position ist geil, aber ich will es trotzdem cleaner haben. Wir bleiben unten mit dem Endrohr. So, Rückleuchten können wir nur ein bisschen tönen. Machen wir da ein bisschen. Die passt schon. So, Nummernschild. Oh, ich glaube, ich mache eh das Turbo-Ding da im Hintergrund. Ich glaube, ich mache eh dieses Turbo-Hintergrundbild, wo man den Overbooster. Passt ganz gut mit der Leistung, die wir hier fahren. Das fittet schon ganz gut bei dem Auto. Kofferraumdeckel. Oh ja, da haben wir ja andere. Ich liebe die Walk sogar ganz geil. Aber ich mach den hier. Ich finde die mit den belüfteten Scheiben ganz cool. Spoiler. Können wir ganz entfernen. Auch wieder irgendwie ein Stil. Ja, bleiben wir sogar beim Original. Den finde ich halt viel, viel besser als alles, was man da drauf packen könnte. Da bleiben wir beim Original. So, dann nehmen wir nur noch die Felgen. Was macht man denn da drauf? Theoretisch wieder diese JDM-Fängen, die wir neu freigeschaltet haben. Die würden hier auch wieder nicht neu freigeschaltet, aber die ins Spiel reingekommen sind. Ja, komm, die packen wir drauf. Packen die erste der Speedstar drauf. So, fetter Reifen drauf. Oder ein gestretchter Reifen. Und jetzt fit man noch sexier ist. Kann man das mit den Felgen bearbeiten? Heute hat die PS5, meine PS5-Version ist heute so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, meine PS5 brennt gleich. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich mir Sorgen machen muss. So ein bisschen schön, irgendwie teilweise haben wir hier ganz schön fiese Ruckler drin. Sieht ja schon mal nicht ganz so verkehrt aus. Wie da vorne, die Spurbreite ist halt nicht so geil, aber ist okay. Da, weil ich den anderen Kurvflügel nicht fahren will, weil dadurch kommt die Kiste ja hoch. Jetzt muss ich mal ganz kurz erstmal kurz eine Livery löschen und dann gucken wir mal, was die Community hier so für gemacht hat. Obwohl einfach clean Farbe wäre auch gut. Aber wir gucken gleich trotzdem mal. Vielleicht hat die Community ja sich ein bisschen ausgetobt. Kann man hier alles? Das sieht ganz cool aus. Ist mal lädt. Hallo. Ja, es gibt mir den Scheinwerfer nicht so fit. Ich hoffe, es ist gerade kein Linker am Booten, ne? Dann kotze ich.
make the groovy bitch look like a stone. But it's for your bestie, that's the horn of a song, bitch. Hey, you need to listen, we taking over, this not no competition. Ich sehe das Ding gerade einfach nur, oh, das sieht aber auch gut aus. Ich kann einfach nur clean bauen. Ja, das mit dem Fender macht das keinen Sinn. Wir lackieren einfach um. Wir machen den clean, warte mal. Die Fender sind nicht automatisch mitlackiert. Ah, ja gut, die lassen wir ruhig so, alles gut. Ich meine die einfach in so einem schönen Hochglanzgrau. Das passt mit den roten Felgen ganz geil zusammen. Da muss ich die Felgen gar nicht erst ändern. Machen das so, Änderung speichern. So finde ich ihn gut. Schön clean, geil. Perfekt, das machen wir so. So, jetzt hätte ich gerne noch einen coolen, simplen Tag. Also einen der neueren. Ich glaube, den Feuer finde ich ganz gut. Ja, normales Rot. Da. Also, geht der noch tiefer mit Luftfahrwerk? Ah, ne, da tut sich nichts mehr, okay. Oh, noch schön aggressiv, schön überladen. Fly Sandy, wir kommen in 10 Monate, bald 12, bald, ja. Vielen Dank für deinen Support, Dankeschön, vielen Dank. So, ich wechsle mal ganz kurz nochmal schnell den Wagen, weil dann kann ich nämlich auch sicher gehen, dass, hab's gleich, das. Gott, was will ich euch sagen? Wo ist mein Wagen hin? Der Fahreffekt passt. Oh mein Gott, das hat jetzt aber gedauert, Alter. Ja, wo ist mein Nissan denn? Lamborghini, Mercedes, Nissan, da ist er. Karo, der jetzt so versteckt war. Das hat sich den Fahreffekt überhaupt nicht gemerkt, ne? Ja, sich nicht. So, jetzt mache ich es nochmal und dann merkt er sich den ja. Bist du eigentlich auch mal fixen, aber ich vermute, die finden hier als Ursache für das Problem nicht. So, haben wir einen Link-Up. Oh, es passiert gerade einer. Runde 1 von 4. Okay, alles gut, alles gut. Wir sind noch am Start, wir sind noch dabei. Okay, okay, okay. Noch können wir MVP werden. Here we go. Dann gucken wir nochmal. Geil ist ja, wenn nur drei Leute da sind, dann sind wir direkt im MVP. Müssen wir in einem Link abrennen, okay. Dieser Spinner hält sich an! Das ist vier. Ja, Digga, danke! Alle Einheiten, das Objekt wurde soeben bei Jefferson Hills gesichtet. Open und Donuts gleichzeitig. Ich bin einfach ein Multitasking-Genie. Ah, die Donuts gerade noch fertig. Komm. Wäre geil, wenn wir jetzt einfach direkt MVP werden, das Ding direkt durch ist. Das wäre einfach super krass. Ich bin schon MVP der Runde 1, ne? Hat schon gereicht? Okay, hat glaube ich, warte mal, ich will mal gerade kurz rausfahren. Hat das schon gereicht? Wenn das jetzt schon gereicht hat, wäre das ja so insane. Ja. Es hat der Tatsache schon gereicht. Krass, Alter. Ich muss mal gerade kurz abhauen, damit ich jetzt hier nicht Stress mit den Cops kriege. Aber yo, hat sich voll gebaut, um sein Set aufzubauen. Damit ich ein bisschen rumhupen und einen Donut ziehen kann. Digga, das hätte ich mit jedem Auto machen können, Alter. Oh, das war wirklich nicht worth it. Hey Gott. Das ist halt geil, wenn du nur so wenige Leute drin hast. Bei vielen Leuten kriegen sie aber vier, drei weitere nicht hin. Ist egal. Gut. Wir sind genau drin geworden. Das Gute ist S+. Theoretisch könnten wir unseren Set jetzt nochmal fahren. Wir könnten es drauf anlegen. Komm, wir probieren. Haben den ja jetzt nicht umsonst gebaut. Wo ist er denn? Hier. Gucken wir doch mal, was der Set so kann. Lohnt sich das Carpack mit dem R8? Ich bin, wie gesagt, der RS6 ist vor allem sehr geil. Der R8 und der S15 sind halt nice to have. Wenn ihr die aber aus Heat schon kennt, sind die halt nichts. Da ist nicht viel dazugekommen. Also gar nichts eigentlich. Die sind halt aus Heat übernommen worden. Hm.
So. Guck mal, ob wir dem Set überhaupt was schaffen können. Ich habe keine Ahnung, was taugt. Außer, dass ich mein Auto gerade in Brand setze. Den grünen Bereich treffen ist ja ein Glücksspiel. Junge, ey, das ist ja Wahnsinn bei der Kiste. Oh, ich... Kommt mir das so vor, der schiebt hier oben rum ganz schön heftig. Mama mia, was geht denn da ab? Alter Verwalter. Der... das war gut, okay. Das war unerwartet vor allem. Der hat oben rum plötzlich so einen insane Boost, die Kiste. Ich finde die Kiste voll, die S14 von Racer X schon cool. Ich bin mal gespannt, welches Auto bei der nächsten, bei der Rennliga, beim Volume 8 Update drin ist. Werden wir höchstwahrscheinlich auch wieder erst später erfahren, ne? So ein, zwei Wochen nach Release. Mal wieder bestimmte Aufgaben. Der wird es ja, denke ich, auch wieder eine Community-Aufgabe geben, um dann den letzten Gegner freizuschalten. Oh Gott, das habe ich verkackt. Ne, habe ich nicht. Wo jetzt hier oben rum? Wo hier? Ich gebe kein Nitro, ne? Das Ding schiebt wie bescheuert. Das ist ganz schön geil. Der Z ist ganz schön gut fürs Track-Rennen, der S+. Der ist auf keinen Fall der schnellste. Jetzt werden wir Leute sagen, ja, aber der hier ist Meta-Auto. Und wenn du das Setup so einstellst, jetzt ist mir letztendlich scheißegal. Trotzdem finde ich, dass der schnell rüberkommt. So, mir bummst egal, ob ich mit dem anderen Auto verlieren würde. Der Singleplayer ist noch wie vorher. Die haben ein, zwei Sachen gemacht, aber nicht viel mehr. Haben sie aber auch mittlerweile öfters mitgeteilt, dass sie einfach dafür die Manpower nicht haben. Sie können sich nicht auf beides konzentrieren. Und die Basis vom Spiel ist halt leider so gebaut, dass es schwierig ist, beides gleichzeitig zu updaten. Da haben sie aber auch in ihrem letzten FAQ jetzt auch ganz klar gesagt, das nächste Need for Speed wird das anders haben. Beim nächsten Need for Speed wird man das ganze Thema updaten, anders handeln. Nächste Need for Speed wird Updates immer für beide Sachen gleichzeitig bekommen. Wenn das wieder getrennt sein sollte, wird es diesmal so sein, dass immer Updates für beides gibt. Also es wird nicht mehr einzeln geupdatet, sondern es ist einfach ein Gesamtpaket, was aufgespielt werden kann. Das Spiel kann damit umgehen. Das geht bei Unbound aber nicht. Unbound ist Singleplayer und Multiplayer so stark voneinander getrennt, dass es nicht einfach umsetzbar ist. Kriegen wir seine Klamotten eigentlich? Besiegt. Ich hoffe, ich kriege seine Klamotten. Das wäre geil. Jemand hat sich nämlich Ryan Cooper mal angezogen im Spiel. Habe ich gesehen, dass es fast möglich ist. Warte, ich guck mal gerade kurz, wie Ryan Cooper nochmal aussieht. Mein Cooper. Ryan Cooper ist auch ein Schauspieler, das bringt mich überhaupt nicht weiter, Digga. Ist mir scheißegal, wer er ist. So, da. Okay, gucken wir mal. Wir schauen mal gerade, ob wir das irgendwie auf der Kette kriegen. Aber krass, wir sind jetzt schneller durchgekommen, als ich gedacht habe. Racer X, Custom Silvia und Underground Liga Banner. Aber ich habe nicht den Helm oder so, ne? Oder haben wir theoretisch schon so einen schwarzen Helm? Open. Tour mit Hüte, Mützen. Was Menü von der PS5 hat, hat aber gar keinen Bock. Junge, hallo! Bitte brenne heute nicht! Klar kriegen wir den Kleinen, dann sieht die jetzt aus. Das Pinkste brennt. Erstmal, dass dein Auto gibt und Striptease vor allem machen darfst. Das ist wirklich komplette Demütigung für alle. Haben wir einen schwarzen Helm? Ne, haben wir nicht. Mann, ich hätte schon gerne den Helm. Schade, dass man seine Klamotten nicht bekommt. Mann, ich hätte jetzt gerne seinen Helm. Ich hätte gerne so einen schwarzen Helm gehabt. Schade. Na, dann bleiben wir dabei. So, wir haben seinen Wagen jetzt. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da! Racer XS40. Ich finde das Ding richtig gut. Ich finde das Ding optisch richtig geil, das Auto. Vor allem eben dieses typisch japanische, dass auf der Seite die Grundlimousine invertiert ist. Ich finde ihn gut. Ich finde ihn sehr, sehr geil. Ja, doch, der ist schick. Nicht super krass speziell ist, aber ich finde optisch ganz auf jeden Fall ansprechbar. Ansprechbar, ja. Manchmal rede ich einfach mit Autos und ihr so. Gut, wir haben jetzt aber, glaube ich, Volume 7 alles komplementiert, oder? Wir haben den Speedpass durch. Liga abgeschlossen. Ich glaube, das war es ja, ne? Mehr Content gab es ja nicht. Oder? Habe ich irgendwas vergessen? Irgendwas. Außer die Level natürlich. Ab zu Level 200, also gibt es ja, glaube ich, andere Icons noch. Sonst haben wir hier alles freigeschaltet über die Zeit. Da haben wir ja nichts mehr, was noch offen ist. Weil ich das im Kopf habe. Aber
Aber der hat auch verschiedene S... Ja, obwohl Deep Dish drauf ist wahrscheinlich die S4. Ja, der hat die S1 Deep Dish drauf. Aber dann haben wir alles durch. Damit sind wir mit Volume 7, haben wir damit abgehakt, liebe Leute. Das ist schön. Das ging schneller als erwartet. Da bin ich ganz froh drüber. Ja, ich bin Level 250 noch nicht, ich weiß, ja, ja. Die Level oben, da gibt es ja auch nochmal Special Icons dann. Das habe ich jetzt noch nicht geschafft, aber da würde ich es heute dabei auch sogar belassen, weil wir streamen morgen ja wieder. Wie gesagt, morgen gibt es auf jeden Fall Update-Video zu Volume 9. Also zu Volume 9 kommt auf jeden Fall, Volume 8. Volume 8 kommt morgen das Update-Video auf jeden Fall, wobei ich noch bis 7 muss angucken. Ich weiß ja nicht, wann wir uns den 959 und auch den Lotus anschauen können, weil die müssen wir ja wieder erst freispielen. Heißt, ich muss mal gucken, wie viel Spielzeit wir da brauchen. Ich vermute, morgen kommt das Update-Video zum Modus und Freitag, Samstag kommen dann die Auto-Videos, wenn alles gut läuft. Aber wir werden morgen Abend auch streamen. Also morgen Abend bin ich auch wieder live. Denke ich auch gegen 6, 8. Ich muss auch sagen, ich gebe euch morgen Bescheid, wie viel Uhr ist, kann ich noch nicht sagen. Da bin ich ja wieder live und da gehen wir dann rein mit, auch dem Hot Pursuit Update, schauen uns da auch nochmal alles an, zocken ein bisschen Multiplayer, da habe ich auch wieder Bock drauf, das mit euch zusammen zu machen und Sonntag sind wir dann auch nochmal live, da zocken wir dann mit dem Ray, mit dem Mathieu zusammen, dann auch nochmal weiter das Update, also diese Woche sehr stark Need for Speed anbauend, aber ich glaube, es gibt schlimmere Sachen. Dementsprechend werde ich raus für diesen heutigen Abend, weil morgen ist genug zu tun, morgen gibt es genug Content, dementsprechend, und ich habe heute einen Tag Gamescom-Tag in der Mehr, ich glaube, mir ist legitim, dass ich dann heute ein bisschen entspannter mache. Ich danke mich sehr für den Support, ich danke mich sehr für den Wait und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend und wenn morgen das Update kommt, wünsche ich euch auch mit dem Update schon mal viel Spaß, wir sehen uns dann morgen im Video und zum Stream und dementsprechend raus, wünsche euch einen wunderschönen restlichen Abend, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.